Hallo, ich bin Karl Heinzmann aus Hamburg. Ich bin der sogenannte Number One Moja-Fahrer aus der Hansestadt. Und heute ist Reeperbahn-Festival und ich fahre hier so ein bisschen die Stars durch die Gegend. Fahre die mal ins Übel oder mal ins Mollo oder mal wieder auf dem Heiligen Geistfeld. Ist ja auch immer richtig was los. Und ich weiß, mir ist meistens immer langweilig, weil die hier sowieso nichts zu erzählen haben. Und meistens erzählen sie dir, wie geil sie eigentlich sind. Und naja, da höre ich mir halt einfach den Hamburger Kulturpodcast Nummer 1 an. Und Nummer 1 in Hamburg ist halt immer noch Astra Colada mit Daniel Hüttmann und Hauke Horeis. Astra Colada, Astra, der Podcast aus Hamburg mit Daniel und Hauke. Astra Colada, Astra, mit Hüttmann und Horeis, die Nummer 1. Leute, wir sind's wieder, die zwei lustigen Halunken aus der Astra-Stube. Es ist der 24. Donnerstag, der 24. September. Wir sitzen in der Astra-Stube. Daniel Hüttmann, Hauke Horeis, Astra Colada. Wir sagen nicht mehr Kulturpodcast Nummer 1, weil wir jetzt sagen, nö, jetzt möchten wir auch keinen Preis mehr dafür haben. Nee, wir sind einfach nur Astra Colada, genau. Der lustige Podcast von nebenan. Wir sitzen hier, gucken aus den Fenstern, die sind frisch gewaschen, wollen wir sagen, frisch geputzt. Fast. Draußen laufen ganz viele junge Studentinnen herum mit den Plakaten von den Grünen. Hast du das gesehen? Haben die gerade auch gesehen. Was machen die? Wahlwerbung oder was? Wahlwerbung direkt am Mann. Echt? Ja, die haben, oder der Frau. Wie heißt denn das noch, wenn man so ein Plakat vorne, ein Plakat hinten und dann durch die Gegend geht? Lebendwerbung. Lebendwerbung. Ja, Lebendwerbung. Würde ich sagen. Ich frage mich auch die ganze Zeit, ob die nicht noch so einen Pfeil in der Hand haben, wo sie den halt die ganze Zeit immer drehen. Das habe ich in Dänemark immer gesehen. Dann werben die für Restaurants und so. Das finde ich super. Genau, und dann schmeißen sie den Pfeil in die Luft, drehen ihn halt einmal, machen da so geile akrobatische Sachen mit und bekommen dafür 5 Euro die Stunde. Reicht ja auch völlig aus für einen Studenten. Finde ich auch. Glaubst du, dass die Geld bekommen? Ja, 12 Euro die Stunde. Ist das so? Weiß ich nicht, so. Auf jeden Fall. Das setzten sich auf jeden Fall Annalena Baerbock und der Olaf Scholz ganz, ganz hart auf die To-Do-List, 12 Euro Mindestlohn. Und ich denke, wenn die jetzt nicht 12 Euro Mindestlohn bekommen. Wie hätten sie fragen sollen eigentlich, oder? Aber dann hätten sie wahrscheinlich gesagt, nee, das machen wir umsonst. Wir hätten sie auch reinbeten können und hätten sagen können, kommt doch mal, wie fühlt es sich an als junger Mensch für die Grünen? Aber egal, ihr hört Astra Colada und wenn ihr das hört, dann ist es Donnerstag. Wir befinden uns aber auf einem Montag, das heißt, wir sind kurz bevor das Reeperbahn-Festival losgeht. Und ihr seid mittendrin. Während ihr schon mittendrin seid, haben Daniel Hüttmann und ich wahrscheinlich noch einen kleinen Kater. Ja. Daniel Hüttmann liegt im Hotel, was er sich extra noch gebucht hat, damit er am gestrigen Abend noch das Booker-Saufen erleben konnte, in all seinen Facetten. Ich kann halt einfach nur sagen, ich schätze, es war ein unfassbar tolles Booker-Saufen. Jedes Jahr kommen noch mehr Leute, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben, um sich da hinzustellen und zu sagen, ich bin wichtig. Antje Schumacher ist direkt mit Moja vorgefahren. Hast du das? Ich hab dieses Video gesehen und hab gedacht so, hä? Verstehe. Ich hab's mir zweimal angeguckt, wirklich zweimal. Und ich hab's zweimal nicht verstanden. Dann hab ich's mir ein drittes Mal angeguckt und dann habe ich verstanden, dass die Werbung für Moja macht. Ach so, ich habe sofort gesehen, dass es eigentlich Werbung für Moja ist. Nee, ich hab erst einfach nur gedacht, na, guck mal, die ist ja schön hier, nicht mit eigenem Auto, sondern hier schön klimaneutral, in Anführungsstrichen, mit Moja unterwegs. Und habe beim dritten Mal erst geschnallt, dass sie halt Werbung für Moja macht. Und dann habe ich mich gefragt, ist es schon so weit, dass Künstlerinnen in der Größe Werbung machen müssen, um, weiß ich nicht, noch mehr Reichweite zu kriegen, eine andere Reichweite zu kriegen? Ich weiß nicht, ob es um die Reichweite der KünstlerInnen geht oder ob es Moja um die KünstlerInnen geht. Am besten Falle bekommt sie halt dafür Geld. Sie ja, hat ich ja auch hoffe, schon, dass sie da Geld bekommt. Natürlich. Weil jeder halt weiß, dass jeder Moja-Feier auch 12 Euro die Stunde bekommt. Und sie hat ja das Gleiche auch schon für Emi-Roller, glaube ich, gemacht. Ne? Ja, das habe ich schon. Ja, weil sie mit ihren Freundinnen halt. Die macht unfassbar gute Werbevideos, das muss man sagen. Ne? Das macht sie ja alles selbst. Ja, ja. An ihrem Handy schneidet sie das, spricht das halt ein. Und das macht sie halt einfach super sympathisch. Vielleicht ist Moja darauf gekommen, als sie die Werbevideos von Emi gesehen hat, dass sie das vielleicht auch nochmal mit Antje Schumacher machen. Ich
hab das gesehen, du hast es mir ja geschickt. Und ich konnte nicht sagen, ob ich das jetzt gut finde, ob ich das schlecht finde, sondern ich freue mich halt für sie, dass sie vielleicht einen guten Deal bekommen hat und dann vielleicht einfach die nächsten 3, 4, 5 Monate das WG-Zimmer halt in Berlin halt abbezahlen kann. Auf jeden Fall. In Ordnung. Weil ich nämlich auch gedacht habe, in deiner Karriere hast du halt auch schon mal schlimme Werbung gedreht und ich kann einfach nur sagen, ja, habe ich. Als der Kühlschrank ganz, ganz, ganz leer gewesen ist, habe ich sogar Werbung gemacht für McDonald's, glaube ich. Krass. Ganz, ganz schlimm, weil ich wusste, also entweder nimmst du den Job halt an und das war, im Prinzip hat man mich gesehen und ich habe in einen Burger hineingebissen und in diesem Burger waren so zwei Schläuche drin mit Pumpen, die halt so Senf und Ketchup nach links und rechts gepumpt haben und das Ganze wurde dann in Zeitlupe, Ultra-Zeitlupe aufgenommen. Und ich habe auch die ganze Zeit immer nur gedacht, oh, du hast eigentlich keinen Bock. Du gehst halt nicht zu McDonald's, du willst es halt auch nicht, aber dein Vermieter möchte gerne Geld haben. Ich weiß nicht, es war vor 5, 6, 7 Jahren. Ja. Und dann habe ich das gemacht. Und das Ding ist, war, da war es gerade so, als ich angefangen habe, wirklich mich nur noch vegetarisch zu ernähren. Und ich habe dann auch noch gesagt, bitte, tut mir einen Gefallen, habt ihr ein vegetarisches Patty? Ja, ja, das ist alles vegetarisch, was da drauf ist. Klar. Und dann kriegst du halt so einen richtig, richtig ekligen, kalten Burger in die Hand gedrückt und beißt da rein und merkst dann, dass du in so kaltes Fleisch hineinbeißt. Und es war so, ich habe die von der Produktion nur so angeguckt und sie meint so, ach, stimmt, du warst ja der Vegetarier. Du warst dieser eine Vegetarier. Oder kennst du dieses Gefühl, wo dir in Zeitlupe halt einfach das komplette Essen aus dem Mund fällt, weil es so widerlich gewesen ist. Das habe ich auf jeden Fall schon gemacht, um den Kühlschrank zu befüllen. Ich habe Werbung gemacht für Jägermeister, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte, weil es... Dann war es gut. Weil es ein Jägermeister-Spot im Logo gewesen ist. Mhm. Und ich kann dir wirklich nicht mehr sagen, ich kann dir wirklich nicht mehr sagen, was wir gedreht haben. Ja. Ich weiß nur noch, dass wir den Anfang hatten, wo wir vor dem Logo standen und dass so eine Clubszene gedreht worden ist und dass wir irgendwann drin waren und ganz, ganz viele Jägermeister, also die haben halt auch mit echten Jägermeistern gedreht, in die Hand gerückt bekommen. Und dann hört meine Erinnerung auf. Und ich habe einmal Werbung gemacht für Job Act. Ich hab den Job! Ja, ja, ja. Da gibt's ja, ne, wo halt Leute irgendwie ganz zufälligerweise angerufen werden. Und dann ganz, ganz laut, oh mein Gott, ich hab den Job, drehen müssen. Also Menschen von der Straße, als wenn sie das halt gerade aufnehmen würden. Und da habe ich halt auch was gemacht, um ein bisschen cool dran zu werden. Das sind so meine drei Werbevideos. Was war dein schlimmster Job, den du jemals gemacht hast? Mein schlimmster Job, den ich jemals gemacht habe, war in der Hafen City, als es noch nicht die Hafen City war. Mhm. Wo jeder noch gedacht hat, was passiert denn hier? Kurz bevor ich nach Hamburg gekommen bin, ich glaube, das war so 2006, 2007 herum, musste ich irgendwie Geld generieren. Und alle meine Freunde haben damals im Callcenter gearbeitet. Mhm. Und die meinten, ey Mann, da kannst du mega geil Geld verdienen. Da musst du halt nur Leute anrufen und denen halt irgendetwas verkaufen. Und dann kam ich da halt hin und meinten, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Ich glaube, ich musste denen halt Abos verkaufen. Mhm. Das war noch die Zeit, wo man noch Abos übers Telefon verkaufen musste. Und dann, hallo, mein Name ist Martin Blau. Ich wollte dir sagen, Sie haben gewonnen. Was? Ich habe gewonnen? Ja, Sie haben gewonnen. Sie haben sich ja auf die Werbung iPhone 6 oder iPhone 5 oder iPhone 4. Sie kriegen halt ein iPhone, aber sie kriegen nicht nur ein iPhone, sie kriegen halt auch noch das Gewinnspiel-Abo. Aber die haben niemals ein iPhone bekommen, oder? Nein, die haben niemals ein iPhone bekommen und sie haben auch niemals an irgendeinem Gewinnspiel teilgenommen, sondern die wurden halt einfach so inbound, diese gesammelten Telefonnummern und dann durfte man die damals anrufen. Und das war das Schrecklichste, weil die Menschen, die ich angerufen habe, waren entweder sehr, sehr, sehr alt und haben halt nicht verstanden, was ich gerade von denen wollte. Und es war halt immer so, bitte sagen Sie, dass ich sie outbound nehmen muss. Dann kann ich sie nicht aus dem System löschen. Aber sagen Sie es, machen Sie es schnell. Outbound? Oh ja, danke. Vielen Dank für diesen Anruf. Oder auch teilweise Menschen, die, ja, sagen wir mal, sozial schwach und wenig Bildungsgrad. Mhm. Und das konnte ich irgendwann nicht mehr. So, da gab es halt vielleicht so ein, zwei Situationen, wo jemand gesagt hat, oh, Sie haben so eine schöne Stimme, mit Ihnen möchte ich mich mal gerne treffen, was halt irgendwie ganz lustig gewesen ist, aber dann hatte ich so eine asiatische Studentin halt gehabt, die halt kein Wort verstanden hat und die sich so gefreut hat und ich stand da halt einfach nur dahinter und dachte halt einfach, kacke, du verkaufst dir ja halt irgendwie so ein Abo und dieses Abo war dafür zuständig, dass du halt bei mehreren Gewinnspielen noch mitmachen konntest. Ah, das war ganz schrecklich. Und ich habe, glaube ich, keinen einzigen Deal gemacht. Nach drei Tagen habe ich keinen einzigen Deal gemacht. Ich bin einfach nur rausgegangen und meinte so, ey, sorry, ich kann das nicht mehr. Ich habe irgendwie, glaube ich, gerade gesagt so, zu Hause ist privat, ist da irgendwie gerade was Böses passiert. Habe mich nie wieder gemeldet, bin nie wieder hingegangen. Das war das Schrecklichste. Ja. Also das wirklich Allerschrecklichste. Ja. Und ich habe schon viele beschissene Jobs gemacht. Ja, ich habe auch als,
als Teppich- und Fliesenleger auch mal 2-3 Wochen lang gearbeitet. Und das war schon ein Scheißjob. So, meine Hände sahen danach aus, das ist schrecklich. Ich weiß gar nicht, wie Menschen so etwas so über die Jahre machen konnten. Aber das war wirklich, wirklich schrecklich. Und deshalb glaube ich halt auch, oder deshalb sage ich, ich kann das verstehen, dass Antje Schumacher das macht. Ich kann, würde nur sagen, ich weiß nicht, ob das so gut aussieht. Das wirkt so komisch, weil du hast auf der einen Seite eine Künstlerin, die sich nach außen halt sehr laut positioniert und sagt, wir möchten Festivals haben, wo Frauen gleichberechtigt auf den Bühnen stehen. Sie macht einen Song, wo es um eine sehr wichtige und politische Meinung geht und sehr viele Frauen dazu einlädt. Und sie positioniert sich ja eigentlich als politisch interessierte Frau. Und auf der anderen Seite nutzt du dann deinen Kanal für eigentlich Instagram-Werbung. Also es wäre jetzt eigentlich nur noch so, dass es ja noch fehlt, dass sie zwischendurch halt irgendwie sagt, so, oh Mann, ich habe jetzt eine total tolle Creme bekommen von L'Oreal. So, mit dem Gewinncode, gib mir ein Zeichen, Antje Schumacher, bekommst du diese und diese Creme für noch günstiger. Sag all deinen Freunden Bescheid. Und sie macht das ja auch gut. Also sie macht diese Werbung ja auch sehr, dass sie sehr verbindlich ist und zeigt das Molotow in dieser Werbung und zeigt ihre besten Freundin und Ali, wo sie halt irgendwie einkaufen geht. In diesem, das macht sie alles ja sehr geschickt. Aber ich weiß nicht, ob das, also ich fühle mich dann auch nicht verarscht. Ich denke halt einfach nur so, ja, der Jan Böhmermann engagiert sich politisch und steht jetzt auch nicht da für Mediamarkt und sagt, kauf den neuen whatever. Deshalb kann ich erstmal dazu nichts sagen. Ich fand auf jeden Fall schön, dass sie mich mit Moja nachher nach Hause gebracht hat, als wir da gestanden haben. Was ist denn dein schlimmster Job, den du je gemacht hast? Auch Callcenter für Telekom, also so Kundenberatung, weißt du, wenn ich irgendwelche Vollidioten angerufen haben, mein WLAN-Router funktioniert nicht. Okay, was leuchtet denn an Ihrem WLAN-Router? Ein Lämpchen. Was steht denn neben den Lämpchen? WLAN. Das andere Lämpchen leuchtet nicht dauerhaft grün? Nein. Haben Sie schon versucht, den WLAN-Router aus- und wieder anzustellen? Nein. Machen Sie das doch bitte mal. Wie denn? Sowas. Ja. Und es ist zu 95% war es wirklich immer den WLAN-Router auszustellen und wieder anzustellen. Oder zu resetten. Eins von beiden. Krass, ne? Dass für uns beide diese Telefoncenter-Jobs das Schlimmste ist, was man hätte machen können, ne? Ätzend. Vollkommen ätzend. Und mit was für dummen Leuten ich da gesprochen habe. Also wirklich. Und halt aber auch Leute, die einfach nur quatschen wollten. Das war super krass. Also es waren bestimmt so 30%, so, die angerufen haben, um zu quatschen. Ältere Leute, einsame Leute, so, die einfach nur quatschen wollten. Wie traurig. Ja. Wo das Problem sozusagen in den Hintergrund gerückt ist und wir sagen, genau. Ja, mein Sohn ist ja auch gerade nicht da. Genau das. Genau so. Der macht das ja sonst immer, weißt du? Und dann ist er, schön. Und dann wurde die ganze Lebensgeschichte erzählt. Ja, den geht es ja auch jetzt nicht so gut nach der Scheidung mit seiner Frau. Ganz genau so. Was ich mir jetzt gerade angewöhnt habe, ist, wenn ich angerufen werde, ich bekomme ja so unfassbar viele Anrufe in letzter Zeit aus Schottland, aus den Niederlanden, aus England. Manchmal aus Österreich und ich weiß immer hundertprozentig, ja, da will mir jemand etwas verkaufen. Was das Problem ja auch ist, natürlich darf man ja nicht vergessen, dass wir halt in der Eventbranche arbeitet, dass es ja auch sein kann, dass man einfach einen internationalen Call bekommt. Darum gehe ich auch immer ran. Das war das Problem. Weil irgendwie eine Booking-Agentur aus England gerade am Start ist und mir nach was nachfragen will und dann überhaupt gar nicht drüber nachdenkt. Jetzt musst du heutzutage einfach die ganze Zeit drüber nachdenken, oh, Call aus Berlin, gehe ich da ran oder gehe ich da nicht ran? Ja. Wenn es keine Handynummer ist, vielleicht gehe ich mal lieber nicht ran. Aber es könnte ja auch ein Job sein. Es ist super nervig. Und normalerweise ist es so, alles klar, hallo, hier ist bla 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 von der Firma, haben Sie Bock nicht, Investment, bla bla bla, Bitcoins, bla bla bla. Und dann, früher war es immer so, bitte drücken Sie mich outbound, ich leg auf. Ja. Heutzutage ist das jetzt so, dass ich mir einen Spaß draus mache, weil das natürlich auch immer sehr, sehr viel Geld ist. Also Zeit ist natürlich Geld und für die ist halt auch jeder Kunde Geld. Und wenn ich Zeit mit denen verbringe und Zeit verplemper und ich auch wirklich die Zeit halt gerade habe, weil ich irgendwie gerade auf dem Fahrrad sitze und durch die Gegend fahre, dann mache ich mir einen Spaß daraus und fange halt an, mit diesen Leuten dann zu reden. Auch als andere Person. Das heißt, dass ich mich manchmal auch ein bisschen dummer mache. Und um was geht es? Ja, es geht halt darum, dass sie vielleicht ein bisschen Geld investieren auf die welche Bank? Ich habe jetzt gerade, habe ich was geerbt von meiner Oma?
die heißt dann, und erzähle ich halt die Lebensgeschichte von meiner Oma, und dann sie sagt, ja, wie viel Geld ist denn das? Ja, weiß nicht, hast du 1000 Euro und ein Haus ist auch noch mit dabei, aber es ist ja echt passend jetzt ja gerade, dass sie mich ja anrufen, die weiß ich ja wenigstens, wo ich was investiere. Ja, können wir sie denn ja auch, dann sage ich meistens, aber das ist jetzt mal, das ist mein Arbeitshandy, sie müssen mich auf meine Telefonnummer zu Hause halt anrufen. Ja, geben Sie mir doch mal Ihre Telefonnummer von zu Hause. Ja, das müssen Sie morgen um 14 Uhr machen. Und dann suche ich mir ganz random einfach eine Zahl aus, die mir gerade einfällt, und lasse mir immer extra viel Zeit. 0. Haben Sie? 4. 1. Genau. Ne? Und dann ruft wahrscheinlich jetzt diese Person dann bei irgendjemandem random an. Das tut mir halt wahnsinnig leid, aber es geht mir halt so auf die Eier. Und das macht mir dann halt einfach Spaß. Dann wissen die halt ganz persönlich, wenn sie denn bei jemandem Falschen anrufen, kacke, der hat mich verarscht. Und das macht mir dann Spaß. Ja. Yeah. Und das ist dann auch, das ist ganz gut. Weil diese Telefonjobs so, oh Mann, Alter, das sage ich auch nach außen, macht keine Geschäfte am Telefon. Man macht keine Geschäfte am Telefon. Natürlich nicht, machen wir auch noch nicht. Aber das Krasse finde ich, also die rufen mich ja auch an und ich sage dann immer so, könnten Sie bitte mal eine Nummer aus dem System löschen? Das sagen die immer, nee, das können wir nicht mehr. Das kannst du. Ja, aber die sagen jedes Mal, nee, das können wir nicht mehr. Ich so, doch, das könnt ihr. Auf jeden Fall könnt ihr das, definitiv. Ich habe keine Ahnung, wo ihr meine Nummer her habt. Löscht bitte mal eine scheiß Nummer und werd auch irgendwann echt böse. Du musst sagen, löscht mich bitte aus dem System oder drückt auf Outbound. Ich kann das sagen, weil ich ja früher auch schon mal bei euch beziehungsweise in einer Telefonagentur gearbeitet habe. Ja, ja. Das, was ihr macht, ist nur halbwegs legal. Ja. Deshalb macht genau das, was ich jetzt sage. Sonst komme ich mit meinem Anwalt. Und dann sind die meistens halt immer schon so. Okay. Ja. Aber es macht halt einfach mehr Spaß, die Leute halt zu verarschen und denen halt einfach mega die Zeit zu klauen. Da hätte ich keine Lust und keine Zeit für. Hast du schon mal beim Telefonsex angerufen, fällt mir gerade auf? Nee, noch nie. Ich glaube, ich habe mal betrunken beim Telefonsex angerufen. Nee. Weil ich das auch überhaupt nicht verstehe. Ich verstehe das auch nicht, aber ich wollte mal anrufen. Ich habe das, glaube ich, als 15, 16, 17-Jähriger habe ich das mal gemacht. Da muss ich älter sein. Nee, da war ich Mitte 20. Das war letzte Woche. Nee, da hatte ich halt schon Handy. Ich habe das nicht über das Haustelefon gemacht. Aber es war so aufregend. So, weiß ich nicht. Es ist einfach mal aufregend. Einfach mal anrufen und gucken, was da passiert. Ob da jemand wirklich rangeht oder ob das, hallo, hier ist Christina, was möchtest du gerne haben? Also ob das jetzt eine Computerstimme ist, und da war halt keine Computerstimme dran, sondern war wirklich jemand da. Und dann habe ich da angerufen und sie meinte so, ja, was möchtest du denn gerne? Und ich so, ich weiß nicht, ich wollte einfach mal anrufen und nur fragen, was so geht. Ja, wie möchtest du es denn gerne haben? Weiß ich nicht. Fang doch einfach mal an. Ah, du musst mir ja schon erzählen, was ich... Und tschack, 50 Euro weg. Niemals so schnell 50 Euro ausgeben wie an diesem Abend. Das ist ungefähr so, wie ich neulich unterwegs gewesen bin und zu einer Kinky-Party eingeladen worden bin. Habe ich das erzählt, dass ich zu einer Kinky-Party eingeladen worden bin? Was ist eine Kinky-Party für unsere Zuhörerinnen? Für unsere Zuhörerinnen. Weißt du, was eine Kinky-Party ist? Ich weiß, was eine Kinky-Party ist. Erzähl doch mal, was ist für dich eine Kinky-Party? Wie, darfst du nicht sagen? Erzähl, was eine Kinky-Party ist. Also eine Kinky-Party ist halt folgendes. Man trifft sich an einem Ort. Meistens sind diese Orte dann frivoles Ausgehen, Bars, irgendwelche Swingerclubs und man ist angezogen im Sinne entweder sexy und stylisch oder man hat eine Lederhose an oder auch ein Lederkorsett oder halt auch eine Maske, mit der man seinen eigenen Urin schnüffelt. Und dann gehen halt alle Leute durch die Gegend, trinken einen Wodka Red Bull und fassen sich dann irgendwann an. Und dazu wurde ich eingeladen von einer Tätowiererin. Sie meinte, ja, ich musste am Tresen arbeiten. So, oh, das klingt ja interessant. Ja, komm doch einfach vorbei. Und in dem betrunkenen Zustand, in dem ich dann gewesen bin, habe ich gedacht, okay, wenn das morgen ist, dann komme ich einfach vorbei, setze mich an den Tresen und trinke einen Gin Tonic und gucke mir die Leute an, ganz missmutig, und lästere mit ihr dann über diese Leute halt ab. Und dann, wenn ich am nächsten Tag war, es dann aber so, dass ich gedacht habe, betrunken ist das auf jeden Fall eine ziemlich gute Idee. Aber nüchtern nicht aber mehr. Aber nüchtern habe ich das Gefühl, ich würde dann halt sitzen, missmutig, irgendjemand quatscht mich dann an, dann würde ich missmutig mit den Leuten halt reden und wahrscheinlich würde ich mich dann dazu überreden lassen und missmutig halt einfach bei diesem ganzen Spaß halt mitmachen. Und alles mit der großen Überschrift Missmutigkeit auf der Kinky-Party. Aber es ist ja Reeperbahn-Festival. Hast du eine Karte fürs Reeperbahn-Festival? Selbstverständlich nicht. Seit 4 Jahren kaufe ich mir keine Karte mehr fürs Reeperbahn-Festival. Ich war 3-mal da. Einmal über die Astra-Stube haben wir uns einen Delegiertenbums geholt und 2-mal über den kleinen Donner damals.
Ja, es ist einfach nicht meins. Es ist dieses Gesehen und Gesehen werden und dann unterhältst du dich mit jemandem und dann sieht derjenige hinter dir jemanden, der aber viel interessanter ist und redet mit dir, redet aber schon vorbei an dir und guckt an dir vorbei, anstatt einfach sofort zu sagen, ey Hase, sorry, aber da vorne ist jemand, habe ich lange nicht gesehen, da würde ich gerne mit dem schnacken. Und dann kriege ich halt die Krise. So, ich hasse solche Menschen. Und auch jetzt auch bei Facebook, Alter, alle so, ey, lass es mal auf dem Reeperbahn-Festival mieten, bla bla, wie viele Facebook-Nachrichten ich bekommen habe, ob wir uns nicht mieten wollen. Nee, Mann, will ich nicht. Ruf mich an oder so. Kannst auch so mit mir quatschen. Das muss man nicht auf dem Reeperbahn-Festival machen. Ich verstehe dieses Ding einfach nicht, dass man 3 Tage lang sich unbedingt auf dem Reeperbahn-Festival treffen muss, weil auf dem Reeperbahn-Festival werden die dicken Deals ausgehandelt. Einfach fucking nein, Mann. Einfach fucking nein. Es ist so ein Schwachsinn. Die Großen will ich überhaupt nicht abstreiten. Universal, Warner, was weiß ich, kann sein so. Aber die ganzen kleinen Mini-Agenturen, die da alle rumflezen, ob das jetzt Booking ist oder ob das, weiß ich nicht, Plattenfirmen sind so. Alter, was wollen die da alle? So, was zum Geier wollen die da alle? Ich kapier's nicht. Ja, sie möchten halt präsent sein. Und ja, sie möchten... kann ich auch anders machen. Ja, das kannst du natürlich auch anders machen. Aber das ist die Möglichkeit, Präsenz zu zeigen, präsent zu sein und vielleicht die eine oder andere Situation zu erschaffen, wo Menschen auf deine Band aufmerksam werden. Ach, das ist 3 Tage lang totales Besäufnis und die Bands kriegen im Backstage ein Toastbrot. Natürlich ist das 3 Tage. Da können wir auf jeden Fall drüber reden. Aber ganz ehrlich, auch du warst doch damals dabei, als wir in der Pokerbar Lütt gesehen haben, oder nicht? Ja, das ist richtig. Siehst du, wir hätten Lütt nicht gesehen, wie cool diese Band war. Vor 20 Leuten in der Pokerbar. Lütt, schwedische, dänische, finnische? Schwedische, glaube ich. Aber das war auch nicht im Rahmen isländische. Es war auch nicht im Rahmen des Reeperbahn-Festivals. Nee, es war nicht im Rahmen des so. Reeperbahn-Festivals. Ja. Aber wäre das Reeperbahn-Festival nicht gewesen, hätten wir diese Band nicht gesehen. Hätten sie jemand anders hier gesehen. Dann hätte sie jemand anders gesehen. Das ist nicht richtig. Ja, aber man wird aufmerksam gemacht auf gute Bands und man kann sich ganz gemütlich mit den Leuten, die man halt mag, zum Kaffee, zum Bier oder zu irgendwas anderem auf dem Kiosk irgendwie verabreden. Es ist natürlich immer das gleiche Geschnack. Aber du bist halt, Präsenz zeigen ist halt irgendwie auch in unserem Job und das musst du halt sagen, das ein und ein ja, und alles. Ja, das ist ja auch wichtig, aber es reicht vollkommen, finde ich, für mich reicht es vollkommen aus, wenn ich jetzt Mittwochabend beim Bookersaufen bin, da treffe ich eigentlich alle, die ich treffen möchte. So, da treffe ich alle, die ich treffen möchte. So, vielleicht gehe ich nochmal zur Audiolied-Party. Da muss ich Sjad auch noch anrufen, wann die Audiolied-Party ist. Ich glaube, die ist Donnerstag. Ja. Immer nachmittags, glaube ich, 14 Uhr. Wahrscheinlich vorm Jolly oder so, keine Ahnung. Kannst du mich mitnehmen? Ja, klar. Sehr schön. Ich schreibe es Sjad gleich mal. Siehst du? Das können wir jetzt auch mal live machen. Warte mal. Lieber Sjad. Warte mal, das machen wir doch einfach mal. Sjad. Ey, Sjad, du geiler Hund. Du bist gerade, also nicht wirklich live im Podcast, aber ich nehme diese Sprachnachricht live im Podcast auf. Wann ist eure Audiolied Reeperbahn-Festival-Geschichte? Die macht ihr wahrscheinlich im Jolly wieder und wahrscheinlich auch wieder donnerstags. Würdest du mich da einladen? Mit dem Hauke zusammen. Wir würden nämlich super gerne vorbeikommen. Das wäre nämlich die einzige Party, wo ich dieses Jahr hingehe, weil das einfach auch die schönste Party ist, wo ich dieses Jahr hingehen möchte. Sag doch mal Bescheid. Und für alle HörerInnen, so funktioniert es eigentlich. Wenn Sjad aber zum Beispiel nicht in unserem Podcast gewesen wäre, dann hätte er zum Beispiel auch eine ganz andere Verbindung zu dir und zu mir. Da er aber ein gutes Gefühl gehabt hat, kannst du jetzt ihm halt eben kurz Bescheid sagen, kannst da hingehen und Sjad würde sagen, wenn irgendjemand kommt, der interessant findet, auch für dich als Tourmanagement. Mensch, das ist der Daniel, die machen auch einen Podcast und so. Quatsch doch mal mit dem. Und dann quatschst du halt einfach weiter und vielleicht kommt da irgendwas rum wie Tourmanagement bei Finna. Wie gesagt, alles, also bei Agenturen wie Audiolied, so, bin ich immer gerne hingegangen, weil es immer schön ist, weil ich die Leute total gerne mag. Carsten Janke war ich auch jedes Jahr, natürlich auch wegen Stadtpark und so. Aber das sind die einzigen Sachen, wo ich hingehe. Alles andere interessiert mich null. So, also überhaupt nicht. Alle anderen Partys interessieren mich einfach gar nicht. Dich interessieren bloß nicht die Party, dieses Gesehen und Gesehen werden. Ja, das nervt mich. Die größte Gesehen und Gesehen werden Party ist normalerweise die Landstreicher-Party, wo irgendwie jeder hin will, weil, um zu zeigen, guck mal hier, ich bin eingeladen worden auf die Landstreicher-Party. Da war ich im Übrigen einmal. Ich noch nie. Im Molotow. Da war ich einmal im Molotow und vorher haben Abramowitsch gespielt, im Molotow unten. Ja. Und danach war oben in der Skybar die Landstreicher-Party. Und ich weiß noch, Abramowitsch haben relativ spät gespielt. Ich glaube um 11 oder so, irgendwas um den Dreh. Und die Party war dann halt so, also sozusagen direkt danach. Und ich war schon echt richtig angetickert vom Mittwoch und dann auch den Donnerstag. Und stand halt bei Abramowitsch vor der Bühne, Molotow, unten, großes Ding. Und also großer Saal und hab mir dann Abramowitsch angeguckt und irgendwann ist mir so schlecht geworden, dass ich halt direkt neben, also auf und neben die Bühne gekotzt habe. Während die gespielt haben. Während die gespielt haben. Es gibt ja, also die Bühne von Molotow hat ja so einen Vorhang.
Ne? Ja. Und der wird da komplett nach rechts gezogen. So. Ja. Und dann habe ich halt diesen Vorhang so ein bisschen nach links gezogen, habe meinen Kopf dahinter getan und habe da halt hingebrochen. Und ich weiß nicht, ob das jemand von der Band gesehen hat, aber mir war halt so schlecht. Und danach bin ich nach Hause gegangen. Danach konnte ich leider nicht auf die Landstreicher-Party. Aber ich habe gehört, dass sie legendär gewesen sein soll. Ich kann auch nicht mehr sagen, in welchem Jahr das war. Vor 4 Jahren oder vor 5 Jahren. Und irgendjemand ist noch in die Kotze hineingefallen. Ah, das weiß ich, aber es war auf jeden Fall hartes Karaoke-Ding auf der Landstreicher-Party, das weiß ich noch, das wurde später gesagt. Guck mal, und wir reden halt über das Reeperbahn-Festival und das auch schon seit ungefähr 10 Minuten, aber wir erwähnen eigentlich gar keine Bands. Weil ich keinen kenne! Weil du keine Bands erstens kennst und weil du schon sowieso gerade gesagt hast, es geht im Prinzip auch eigentlich erstmal gar nicht um die Bands, die da spielen, sondern es geht halt erstmal nur, dass das Business sich trifft und die Anlässe sind dann halt die KünstlerInnen, die auf der Bühne stehen, die dann auch noch schlecht bezahlt werden. Weil das stimmt halt wirklich. Ein Großteil der KünstlerInnen, die jetzt da sind, ausgenommen das Ding, der mit 800.000 Euro wahrscheinlich für einen Song dann halt mal abgespeist wird. Ich weiß es aber nicht. Hauptsache die Werbeleistung für die Clubs kürzen. Aber sich das Ding dahin holen. Weißt du, da ist jetzt die offene Wunde und so, weißt du? Also für unsere Zuhörerinnen, es ist so, dass die Clubs, die nicht beim Reeperbahn-Festival mitmachen, also die keine Bands dort haben und die kein Programm haben, die können beim Reeperbahn-Festival auch mitmachen, indem sie Werbung fürs Reeperbahn-Festival machen. Heißt über Facebook, über Instagram, Newsletter und so. Und dafür gibt es Geld. Es gibt also für Postings Geld, es gibt für ein Titelbild, was du so und so lange drin hast, auf deiner Facebook-Seite kriegst du halt Geld. Und das machen wir seit, ich glaube, 4, 5 Jahren. Und um damit halt am Ende des Jahres halt Sachen zu bezahlen, die wir im Laufe des Jahres nicht zahlen konnten. Und dieses Jahr war es so, dass es auch wieder ein Angebot gab, was wir dann eingereicht haben. Das wurde auch bestätigt und das war schon, 60% weniger, als das in den letzten Jahren war. Also wurde von Jahr zu Jahr wurde weniger bezahlt, obwohl das Reeperbahn-Festival von Jahr zu Jahr mehr Kohle in den Arsch geschoben bekommt. Und dann kam tatsächlich vor 1,5 Wochen auf einmal eine E-Mail, wo drin stand, ja, tut uns total leid, wir müssen die Werbeleistung um 50% kürzen. Und ich rede mich darüber auf und natürlich könnte jetzt der geneigte Zuschauer sagen, ja, dann mach doch einfach nicht damit. So, weißt du, dann nimm das Geld doch nicht an. Aber ich sag mal, kleine Clubs wie wir sind auf dieses Geld angewiesen. Ja. Ganz einfach, weil wir auch während des Reeperbahn-Festivals kein Programm machen können. Ja. Wir können während des Reeperbahn-Festivals, also hier Bands hinzustellen, auch wenn es nur Hamburger Bands sind, ist totaler Bullshit, weil, so war es in den Jahren vorher, bei Corona kann ich es nicht sagen, weil sonst keiner kommt. Wir haben zwar Partys hier gemacht, aber selbst die waren schlecht besucht. So. Und Clubs wie das Logo zum Beispiel, die eine ganz andere Größe haben, die kriegen einfach in dem Zeitraum keine Bands. Und das Reeperbahn-Festival hat ja auch einen Gebietsschutz. Ja. Gebietsschutz bedeutet, dass Bands, die auf dem Reeperbahn-Festival spielen, 14 Tage, einen Monat, wie auch immer, nicht in Hamburg vorher und nachher spielen dürfen, weil sie auf dem Reeperbahn-Festival spielen. Und das macht halt ganz vielen Clubs halt, die nicht beim Reeperbahn-Festival mitmachen, das Booking kaputt. Okay, man oder sieht, mitmachen dürfen, mitmachen können, das ist immer so die Sache, ne? Ich meine, Das Logo kann nicht mitmachen, weil das Logo halt angeblich zu weit außerhalb ist. Aber die Elfi ist natürlich direkt auf dem Kiez, ist ja ganz klar. und somit ist halt dieses Geld, was wir mit diesen Werbeleistungen einnehmen, halt auch so ein bisschen, ich sag mal, eine Entschädigung, dass wir halt einige Bands nicht bekommen. Weil auf dem Reeperbahn-Festival spielen ja auch genug kleine Bands, die auch bei uns in der Astra-Stube spielen könnten. Tun sie dann aber nicht, weil sie halt diesen Gebietsschutz haben. Das hatten wir letzten Jahre immer. So, das hatten wir dieses Jahr auch schon wieder. Wir haben 3 Konzerte abgesagt bekommen, weil die Bands auf einmal auf dem Reeperbahn-Festival spielen. Wir aber das Konzert schon vorher gebucht hatten, aber die Agentur dann natürlich viel, viel lieber das Reeperbahn-Festival spielen möchte. Auf jeden Fall haben wir das immer so genommen als kleine Entschädigung. Und jetzt wurde das halt um 50% gekürzt. Und man muss aber trotzdem immer noch sagen, also ich bin nicht pro Reeperbahn-Festival, aber wir müssen ja nicht über die Werbeleistung sprechen, in welcher Höhe sie sind. Ja, ja. Es ist schon für das, was eigentlich gemacht wird, schon eine sehr großzügige Werbeleistung. Nein, es war mal ein sehr großzügiger, guter Preis, der auch hoch war, der in den Jahren immer weiter runtergegangen ist und jetzt ist es einfach nur noch armselig. So, ganz einfach. Und eigentlich müssten wir auch wirklich sagen, nee, wir machen es nicht, aber aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, machen wir es aber trotzdem weiter. Und klar, man darf sich jetzt darüber nicht aufregen oder man sollte sich darüber nicht aufregen, aber ich finde, 50% zu kürzen ist eine Dreistigkeit, wenn ich mir dann Sting auf die Scheißbühne setze für einen verschissenen Song. Und des Weiteren ist es so, man hat auch immer das Gefühl, oder ich habe das Gefühl über die Jahre bekommen, dass dass das so leise dieses, dann seid doch froh, dass ihr auf dem Reeperbahn-Festival spielt. Mhm. Also alle Bands in so einer mittleren Kategorie, die dann auch teilweise dann im Grünspan halt irgendwie Headlinern, bekommen eine,
Aufwandsentschädigung, will ich das mal so sagen. Mhm. Weit unter dem, was das vielleicht eigentlich kostet, hierher zu fahren und dort zu spielen. Es ist immer eine Aufwandsentschädigung. Und man hat immer dieses, man als Band möchte man auf jeden Fall irgendwie vor Ort sein. Man möchte halt irgendwie spielen, weil es das Happening eigentlich des Jahres ist, wo sich halt irgendwie alle treffen außerhalb der Festivalsaison. Und es ist, hat man immer das Gefühl, ja, bitte beschwert euch nicht. Ihr habt den Toastbrot, Kiste Bier, Schnauze. Genau, und hier habt ihr nochmal 50 Euro und dann könnt ihr halt hier eure Gigs spielen. Eigener Techniker oder eigene Crew und so, bitte nicht hinten. Eigentlich habt ihr gar keine Rechte, sondern geht halt auf die Bühne und spielt. So habe ich das, sage ich einfach nur so, ich habe das Gefühl, dass das so ist. So. Ob das denn im Grunde genommen so ist, es gibt bestimmt ganz, ganz viele Menschen, die das irgendwie nicht so empfinden, aber vielleicht sind sie halt auch in größeren Bands. Und spielen dann halt irgendwie auf der Warner, auf so einer Warner-Show, also auf so einem großen Konstrukt, das war früher jetzt im Dogs, ich weiß gar nicht, wo das jetzt dieses Jahr sein soll. Die machen viel auf dem Heiligen Geistfeld, auf dem Heiligen Geistfeld ist ja auch Arte, die übertragen ja auch ganz viel live für umsonst, also Jibber Jones wird live übertragen und ich weiß gar nicht, was das noch alles war. Also das war, da waren ein paar Sachen dabei, die halt live im Stream übertragen, auf der Arte-Bühne, auf der großen Arte-Bühne. Aber wie gesagt, Docks und Freiheit sind raus und ich weiß jetzt auch nicht, wo sie das jetzt überall machen wollen, aber es ist ja auch jetzt, es ist ja immer noch Corona, ne? Ja. Also mal ganz ehrlich, die machen E3G, davon was abgesehen, bedeutet, die haben sowieso kapazitätenmäßig, ist das ja genauso wie im letzten Jahr. Ja. So. Und von daher, ja. Es ist alles sitzend, es ist alles. Ich glaube, es ist alles sitzend, aber einige Sachen sind auch stehend, ja? So in so Quadraten. Ach so. Auf dem Heiligen Geist für draußen ist es, glaube ich, auf jeden Fall stehend, ne? So bla. Das finde ich persönlich inkonsequent, muss ich gerade sagen. Also ich finde es irgendwie schade, dass das Reeperbahn-Festival nicht auf diese 2G-Geschichte aufgesprungen ist. Weil das überhaupt nicht machbar war. Es ist, die Frage ist, warum ist es nicht machbar? Nicht, also jetzt nicht mal wegen den Tickets, glaube ich. Ne? Die hätten immer noch sagen können, so, ja, nee, wir machen jetzt 2G, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann gebt eure Tickets wieder, so wie das Molotow das auch macht mit den Konzerten. Ja. Oder wie wir das machen. Ich glaube, es ist einfach Manpower-mäßig und das jetzt alles auf 2G umzustellen in der kurzen Zeit war nicht machbar. Das wird gesagt. Aber die Situation ist auf 3G und wenn sie es so machen im Konzept wie im letzten Jahr, eine Band spielt, die Leute kommen rein, es ist Kapazität der Stühle, die halt da sind, also dann sagen wir mal, du hast eine Auslastung von 20% und dann, wenn alle Leute draußen sind, müssen die, die Personen, die halt sich um die Location kümmern, die komplette Location desinfizieren. Ja. Und dann kommen die neuen Leute wieder rein. Genau. Es ist ja auch wieder dieses, lohnt es sich überhaupt, ein Ticket zu holen? Weil du überhaupt sowieso nicht weißt, ob du irgendwo reinkommst. Ja, das ist erstmal das Ding. Also es war ja früher schon so, wenn man so ein Delegiertenbändchen hatte, also Delegiertenbändchen bedeutet, dass du als Bookingagentur, als Promoagentur, als Label halt irgendwie 350 Euro, keine Ahnung, für 4 Tage ausgibst, dann kriegst du halt so ein Delegiertenbändchen und du kannst halt jegliche Panels dir angucken und du kannst, es gibt so eine Fastlane. Du erinnerst dich vielleicht daran. Die Fastlane heißt die Upper Class. Das ist halt die Upper Class, Upper Class Lane. Also vor jedem Laden gab es einmal einen normalen Eingang für das Fußvolk und es gab einen Eingang, der etwas weiter rechts war, für die Delegierten mit den geilen Bändchen. Und da konnten die Delegierten mit dem geilen Bändchen halt rein. Und die konnten da auch immer rein, auch wenn das Ding schon voll war. Das war scheißegal. So, das hat auch keinen interessiert. Und das fand ich schon immer so ein bisschen, wenn wir hier schon von 2-Klassengesellschaften sprechen, ne? Da hat sich kein Schwein drüber früher aufgeregt. Entweder wusste es keiner oder alle haben gesagt, so, mir egal. Aber das sind jetzt schreien sie alle rum. Doch, die wussten das schon. Und dann gab es schon Kommentare, ne? So, ihr seid was Besseres, ne? Ja, hier, die Leute mit den Delegiertenbändchen sind was Besseres. Aber ich habe ja auch meine 150 Euro für das Konzert bezahlt. Ja, hättest du mal 250 ausgegeben, mein Freund. Hättest du nicht mal impfen lassen, dann hättest du auch bei 2G reinkommen können. Nee, ist auf jeden Fall so. Also Reeperbahn-Festival ist schwierig. Auf der einen Seite... Ist so ein Love-and-Hate-Ding. Ist ein Love-and-Hate. Wir sind auf jeden Fall da. Ja. Und weil alle da sind. Aber wir sagen, dass wir es doof finden. Naja, wir sagen, dass wir es doof finden, aber ich bezahle für den Scheiß halt auch nicht. Und ich gucke mir halt auch keine Bands an. So. Ich habe mir wirklich viele Bands angehört in dem Line-Up und finde auch wirklich 85%, 90% ultra langweilig, also wirklich ultra langweilig, was alles so ein Einheitsbrei ist. Hauptsache irgendwie so ein bisschen Elektro-Gepimmel damit rum und weiß ich nicht, finde ich halt Beats und so, finde ich halt ultra langweilig, das Line-Up. So, da ist super wenig, wo ich sage, also wo ich irgendwie Geld für ausgeben würde. Also eigentlich gar keine Band. Das Schöne ist eigentlich, das Beste am Reeperbahn-Festival ist, man hat irgendwie was am Schlemmereck damals noch getrunken mit Menschen, die man gerne mag. Und irgendjemand sagt dann, du, die und die Band, die spielen gleich da und da. Ich nehme dich mal mit. Und dann hast du so eine Situation, wo du in einem ganz kleinen Club bist
Und dann einfach so eine Überraschung hast und denkst so, was ist das? Wie das geil ist das? So wie zum Beispiel mit Lütt. Ja, aber das hatte ich auch mit Lütt und nach und vor Lütt auch nicht wieder. Ja. Das Lütt-Ding war einfach so ein Zufallsteil. Ja, das habe ich normalerweise beim Reeperbahn-Festival mindestens 3 oder 4 Mal. Nee, noch nie gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil du wahrscheinlich immer sagst, nee, kein Bock, ich bleib jetzt nicht. Nee, ich habe nur früher, ne, wenn ich ein Ticket hatte, habe ich mir auch mega viel angeguckt so. Oder ne, wenn irgendeine Band gespielt hat, wo ich wusste, das wird voll, dann bin ich halt vorher schon reingegangen und dann hat irgendeine Band gespielt und weiß ich nicht, da spielt auch viel Scheiße. Kann man auch einfach mal so sagen. Da spielt auch viel Scheiße, was keiner braucht. So. Da spielt auch viel Scheiße, wenn die sich in der Astro-Schuppe bewerben, sag ich, ne, also würden unsere Booker auch sagen, nee, sehe ich nicht. Ja. Ne, und nach dem Reeperbahn-Festival ist das Allerschlimmste. Also nach dem Reeperbahn-Festival ist für jeden Booker in so einem kleinen Club ist die schlimmste Phase, weil jeglicher Booking-Agent sich mit den Bands bewirbt, die auf dem Reeperbahn-Festival gespielt haben. Und erstmal denken die sowieso dann viel zu groß. Ne? Dann spielt die Band irgendwie im Grünspan und dann sind da irgendwie keine Ahnung wie viele Leute. Und dann denkt sich der Booking-Agent, oh, dann fragt er einfach mal für nächstes Jahr im Knus nach. Obwohl die vielleicht nur 50 Leute alleine ziehen würden. Und wie viel Bewerbungen wir nach dem Reeperbahn-Festival bekommen, wo einfach überall drin steht, ja, die haben auf dem Reeperbahn-Festival gespielt, das reicht ja wohl. Hey, nee, Mann, das reicht überhaupt nicht. Das ist mir völlig egal, ob die auf dem Reeperbahn-Festival vor 150 Promo-Leuten gespielt haben. Weil keine Sau interessiert sich eigentlich wirklich dafür. Und das ist es halt eigentlich, schade, das ist so ein bisschen das Problem, dass auch die Bands, die dann halt auch einfach spielen, an diesem Tag halt ganz, ganz groß sind, auch für sich ganz, ganz groß fühlen können. Mhm. Und danach verfliegt das Ganze halt wieder, ist halt nur so ein ganz kurzer Spaß. Das sind die 15 Minuten des Ruhms. Und am Ende siegt dann doch einfach, glaube ich, Beständigkeit. Ja, und ich meine, für solche Bands wie Jupiter Jones ist das egal. Weißt du, die spielen Headliner Grünspan, da kommen halt genug Leute hin, die spielen auf der Arte-Bühne. Das ist natürlich cool, ne, dass du halt so ein Live-Ding noch hast, was übers Internet geht. Macht ja auch alles Sinn. So. Ja, aber es macht ja auch Sinn. Antje Schomaker spielt zum Beispiel auch auf der Arte-Bühne und auch noch irgendwo anders. Ja, im Übel. Vier Tage irgendwo. Wie viele Leute in dem Liner, was ich mir angeguckt habe, wie viele Leute da wirklich also wirklich 2-3 Mal am Tag und auch noch die anderen Tage spielen. Das ist Wahnsinn. Geh mal auf das Reeperbahn-Festival-Line-Up und klick dich mal komplett durch die Tage und guck dir alles einmal an. So viele Bands spielen 3 Mal am Tag und dann nochmal am Donnerstag 2 Mal und nochmal am Samstag 1 Mal. So, weil... Ich weiß. Und wir wissen es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es einen Pauschalpreis. Ja, dann gibt es vielleicht 150 Euro, wenn sie 3 Mal spielen. Zwei Toasts. Und vielleicht, um das Ganze vor der Pause noch so ein bisschen zu beenden, vielleicht werden sie alle mit Moja dahin gefahren. Antje Schumacher fährt das Ding. Antje Schumacher fährt das Ding. Und dafür kriegt sie nämlich kein Geld. So sieht es nämlich aus. Richtig, und Emily Roberts fährt auf dem Emi-Roller daneben. Mit so einem kleinen Anhänger. Da passt noch eine Person rein hinten. Komm, ich packe jetzt aus reiner Liebe auf unsere Playlist hier Antje Schumacher mit Zeichen. Das ist die neue Single, die sie gerade veröffentlicht hat. Der Song ist gut. Ja, sorry. Der Song ist ja auch gut. Der Song ist und es soll ja auch gut. Nicht so ein Antje Schumacher-Bashing sein. Und wenn das jetzt gerade hier hört, falls sie es dann halt hört oder gesagt bekommt, ja, die habe ich halt richtig halt über die gelästert, das stimmt halt nicht. Nee, das stimmt auch nicht. Das ist gar nicht. Wir haben positive und wir haben negative Sachen gesagt und vielleicht interessiert sie es auch nicht. Genau, ich wünsche mir von Cold Years, unseren Liebling aus der Astra-Stube und Lieblinge der Herzen, die haben am Freitag eine neue Single rausgebracht, die heißt Headstone und der Song ist großartig und den hört ihr euch jetzt bitte alle an und abonniert Cold Years bei Instagram, bei Facebook und bei Spotify. Folgt diesen Lümmeln, die spielen im Februar im Übrigen im Headtrash und das Konzert veranstalten wir aus der Astra-Stube. Woop, woop. Und ich wünsche mir nochmal auf die Playlist von einer Band, die heißt Iron Chick. Die finde ich ganz großartig. Die kennst du wahrscheinlich nicht. Ja, natürlich kenne ich die. Ja, Entschuldigung, dann sage ich mal. My best friend is a nihilist. Sehr gut, sehr guter Song. Und wir hören uns nach der Pause. Bis gleich. Ja, hallo, Karl Heinzmann wieder hier. Ich bin gerade auf großer Tour und ich habe mir gedacht, als Beitrag für Pause, ich habe einen Song geschrieben und kann ich ja auch einmal mal vorführen. Also, steig ein in mein Moja. Das ist wie Fliegen. Steig ein in mein Moja. Das ist nachhaltiger als Taxi. Du und ich und mein Moja. Auf große Fahrt. Wir hören Astra Colada, Daniel und Hauke für immer am Start. That's it, we are back. Aneinander, miteinander.
übereinander. Daniel Hüttmann liest alte Facebook-Posts vor. Ja. Von vor genau 2 Jahren hatten wir nämlich die Situation, dass wir auch auf dem Reeperbahn-Festival gewesen sind, bei einer Carsten-Janke-Party. Oh ja. Und der Sänger von Folds hat sich, glaube ich, irgendetwas in die Hand gesäbelt. Ich weiß nicht, irgendwie mit einem Gartengerät oder so, mit so einer elektrischen Gartenschere. Ja, hat sich die Hand abgesäbelt. Hat sich die halbe Hand abgesäbelt. Und damals war Folds der Secret Headliner. Ja. Und Warner muss ja halt immer ein bisschen auftrumpfen. Und sie dachten, die beste Idee wäre, die allerbeste... Und auch der adäquateste Ersatz. Für Folds wäre Bowser. Also wir tauschen einfach einen Indie-Legenden. Gegen ein sexistisches Arschloch. Und das war ein riesengroßer Aufschrei, gerade weil auch das Reeperbahn-Festival sich auf die Fahne geschrieben hat, wieder mehr weibliche Künstler zu präsentieren und gendergerecht. Und also das hat da angefangen. Dieses ganze dieser ganze Gender-Wahnsinn hat damals auf dem Reeperbahn-Festival angefangen. Diese Schweine, und jetzt dürfen wir noch nicht mal mehr Bowser sehen. Echt, jetzt muss Dieter Haller von wegen dem Reeperbahn-Festival auch noch gendern. Nicht nur Honig im Kopf, auch Honig im Mund. Oh, und Honig in der Hose hat er auch. So. Ja, also bist hier. Und das gab auf jeden Fall hin und her. Das Clubkombinat war da damals mit drin involviert. Ja. Der Warner war da mit involviert. Das Dogs war damals mit involviert. Und immer hin und her. Und im Endeffekt hat Bowser auch wirklich denn dort gespielt. Ja. Und ein Großteil des Publikums hat sich dann, das sich dahin getraut hat, sich einfach umgedreht, während er gespielt hat. Ja. Und Daniel Hüttmann hat den tollen Post 2 Stunden vom Bowser-Konzert gemacht. Na, lies vor. Wir hatten halt eine Veranstaltung hier in der Astor-Stube. Wir hatten eine Party mit dem fliegenden Friteusen. Und ich hatte halt gepostet, kommt mal rum heute Abend mit dem Code Fuck Bowser, gibt es Schnaps. Und es waren tatsächlich Leute hier, die Fuck Bowser gesagt haben. Und die haben dann Schnaps bekommen. Und das fand ich super. Und ich fand es auch total gut, dass das Konzert von Bowser auch so richtig scheiße besucht war. Da war ja auch nichts los. Muss man auch einfach mal ganz klar sagen. Ne? Ist ja auch keiner hingegangen. Hat ja auch überhaupt gar keinen Sinn. Du hast ja auch überhaupt gar keinen Sinn, dass da hättest du lieber Blümchen hinpacken können. Du hättest alles da hinpacken können, aber halt nicht Bowser. Und ich fand halt die Leute ultra geil, die sich einfach umgedreht haben und sich unterhalten haben und Bowser halt den Rücken gezeigt haben. Fand ich total gut. Und du musst ja auch bedenken, was für krasse Secret Headliner damals auch schon gewesen sind. Ey, Beatsteaks. Muse, genau, stimmt. Dann Noel Gallagher. Oh, das wusste ich gar nicht. Der hat auch da gespielt. Okay. Also es ist halt immer so dieses gewesen, die Warner macht etwas und die lässt es sich kosten und dann kommt halt ein Secret Headliner. Ja. Wenn es dieses Jahr vielleicht Sting wäre, falsch gesagt, der ist nur da, um das ganze Ding zu eröffnen. Der eröffnet das ja nur. Und so. Ich frage mich, welchen Song er denn spielt für 800.000 Euro? Hoffentlich spielt er eine B-Seite, das wäre geil. Weißt du, wenn er selber sagen würde, so, ihr gebt mir gerade so viel Geld für so eine Scheiße, dann spiele ich mal eine schöne B-Seite, meine Freunde, die kennt nämlich keiner von euch. Und wenn das wäre geil. Wenn ich hier fertig bin, dann gehe ich schön ins Astoria und mache meine private Kinky-Party und keiner von euch ist eingeladen. Ja. Ich hoffe, er spielt, weil ich Fields of Gold wirklich schön finde. Ist ein mega Song. Komm, den packen wir doch auch mit auf die Liste, weil Fields of Gold wirklich... Fields of Gold finde ich... Kannst du vorher weitermachen? Können wir auch dann bitte noch einmal direkt von Phil Collins bitte Another Day in Paradise drauf tun, weil es A, ein wahnsinnig guter Song ist und mein Musiklehrer damals in der Schule diesen Song genommen hat, dass wir ihn auseinandernehmen, weißt du? So, was macht der Song? Wie baut der sich auf? Worum geht's in dem Song überhaupt? So, und das war total geil und wegen meinem Musiklehrer bin ich halt auch auf Phil Collins und Genesis gekommen und Phil Collins kann so gut wie gar nichts mehr. Der ist ja richtig, richtig todkrank und der kann wahrscheinlich nie wieder Schlagzeug spielen. Was hat er denn? Hat er Parkinson? Ach, scheiße. Hat er Parkinson? Also er kann definitiv keine Drumsticks mehr halten. Das habe ich jetzt vor letzte Woche irgendwo gelesen. Und er wird wahrscheinlich nie wieder auf Tour gehen. Wahrscheinlich nie wieder auf Tour. Und wenn, dann vielleicht nur singen. Aber er kann halt nicht mehr Schlagzeug spielen. War das nicht sogar so, dass sein Sohn ihn halt teilweise unterstützt hat? Genau, der war mit auf Tour. Und Phil Collins ist für mich einer der ganz Großen. Also wirklich, Phil Collins, was er mit Genesis gemacht hat, war wahnsinnig. Land of Confusion, so einen unfassbar politischen Song zu machen und auch Video, Jesus, He Knows Me. So, mega krass. So, Religion in den USA und diese ganzen Prediger und so. Auf Phil Collins lass ich nichts kommen. Großartiger Typ. Na, und wenn wir dann bei großen Künstlern sind und bei Bowser geendet sind, dann wissen wir ja, geil, von Phil Collins auf Bowser zu kommen, ist es ja auch so,
dass wir am letzten Freitag das erste Konzert in der Astra-Stube unter 2G gehabt haben. Und ich habe Daniel Hötmann noch niemals so glücklich gesehen. Und Später. Ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, du hast dich mit Leuten unterhalten und hast dann gestrahlt. Und immer, wenn ich gesagt habe, oh, es ist so schön, dass du so glücklich bist. Wie glücklich! Ja, du wolltest dann einfach, du hast dann immer zwischendurch so Sachen gesucht, wo du halt rumpumpen konntest, aber ansonsten warst du eigentlich definitiv nur glücklich. Ja, ich war mega glücklich. Also es war halt so, ich war schon um 16 Uhr hier, hab hier aufgebaut und noch ein bisschen rum sauber gemacht und so und war halt wirklich bis 21:15, wo ich dann auf die Bühne gegangen bin und den Leuten nochmal kurz erklärt habe, wie das hier abläuft und dass es voll schön ist, dass sie da sind und so. Bis dahin war ich halt einfach nur ultra nervös, weil ich einfach nicht wusste, was passiert hier, sind die Leute cool, die hier hinkommen, sind die cool mit 2G, kriegen wir das hin mit den Masken und abnehmen und ja und nein und kommen die Bullen, kommt das Ordnungsamt so. Aber wo dann die Band angefangen hat und ich dann hinten auf meinem angestammten Platz saß und mein Wodka Red Bull in der Hand hatte und dann auf einmal Musik nach anderthalb Jahren Live-Musik einfach lief und die Leute halt auch so scheiße glücklich waren und ich mein Team gesehen habe, Ria die Kasse gemacht hat und Nicoletta die Bar gemacht hat und Nicoletta einfach die ganze Zeit nur gegrinst hat, weil sie halt Live-Musik gehört hat und nur mit dem Booty am Shaken war, so, obwohl das eigentlich gar nicht ihre Musik ist, weißt du? Und das war halt schön. Und dann war auch alles super. So, und es waren auch so viele Leute hier, die man halt kannte. So, weißt du, Regi war da, Daniela und Mario. Patrick, Mario von der Freiheit, so ehemalig Freiheit. das war halt mega schön. So, das war voll gut. Und ich hoffe einfach, dass die Konzerte im Oktober genauso gut laufen werden und die Leute dann immer noch cool damit sind. Ich hoffe ja noch, dass diese Woche vielleicht noch das Maskending vielleicht fällt. Man hört so munkeln, dass es vielleicht noch eine Neuerung geben soll, dass die Maske bei Indoor-Veranstaltungen unter 2G fallen soll. Das wäre natürlich großartig, weil da müsste man sich eigentlich gar keine Gedanken mehr machen. Dann ist es halt viel einfacher für alle. Unsere Leute werden wahrscheinlich trotzdem weiterhin Masken tragen. Also heißt an der Bar und am Einlass. So einfach, ne, weil die es wollen. Vorbildfunktion. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt wieder einigermaßen losgehen kann. So. Ich glaube, es ist ein Startschuss. Also ist es ein Startschuss, sollte uns der Herbst und der Winter nicht um die Ohren fliegen und es dann wieder auf den Schultern der Veranstaltungen getragen werden muss, dann ist das ein Punkt, wo es wieder losgehen kann, wo man jetzt ja auch merkt, anhand von dem, was du halt erzählst, nächstes Jahr geht das Touren wieder los, du bist wieder unterwegs, du kriegst halt Jobs mit hinein, du bist halt wieder nicht mehr die ganze Zeit zu Hause und hast Pantoffeln an, sitzt bei deinen Katzen von Netflix und guckst dir halt das dritte Mal hintereinander Walking Dead an. So. Also wir merken halt, irgendwie ist gerade was los. Und das ist mir halt aufgefallen, so nach 18 Monaten, die wir diesen Podcast machen und nach genau, das ist halt die 79. Folge, die wir haben, mit unzähligen tollen Gästen und eigentlich dem Ziel, kein Ziel zu haben. Wir hatten ja das Ding, dass wir damals im Oktober ja schon gesagt, wir haben so heimlich oder so spaßig, ach, wir machen einmal die Live-Show und das ist dann so das letzte Ding. Ja. Und Leute zu uns angekommen sind und haben gesagt, ihr müsst es unbedingt weitermachen, weil sie uns hören. Und dadurch, dass wir unverblümt gerade über die Kulturszene in Hamburg sprechen und auch Menschen einladen, die jetzt nicht, weiß ich nicht, alle 5 Tage ein Interview haben in irgendwelchen Radiosendern, macht es das halt einfach aus, dass wir einfach so die komplette Kulturszene halt mitnehmen. Und das fand ich halt mega schön. Und das sieht man auch und das merkt man halt auch an den ZuhörerInnenzahlen, die wir jetzt gerade haben, die sich halt irgendwie vervierfacht haben in den letzten Monaten. Und wir dann trotzdem sagen, wir möchten es gerne weitermachen. Aber wir haben die Situation, dass es, dadurch, dass es weitergeht, es wird sich was verändern. Also merke ich halt so. Wir haben nicht mehr die Möglichkeit, uns so frei zu treffen, wie das noch zu Lockdown-Zeiten gewesen ist, sondern wir haben die Situation, dann ist der Club halt besucht, dann haben die Gäste halt teilweise keine Zeit, dann hast du keine Zeit, dann merke ich halt, okay, so eine Podcast-Folge, die zu schneiden, dauert und sie vorzubereiten für euch, dass ihr sie hören könnt. Die eine länger, die andere weniger. Kommt drauf an, wie oft ich mich verhaspel oder wie oft Daniel aus Versehen irgendwelche Betriebsinterner herausplaudert oder Namen erzählt, die hier nicht erwähnt werden dürfen. Es dauert halt einfach echt so einen ganzen Tag, ne? Und das dadurch, dass es jetzt einfach wieder losgeht und wir versuchen müssen, irgendwie das
unser Leben wieder am Laufen zu halten oder dass es halt wieder losgeht, müssen wir halt gerade so ein bisschen pendeln. Das heißt nämlich halt auch, dass du nächste Woche das erste Mal wieder auf Tour sein wirst mit einer Band, die... Mega verrückt. Mit einer Band, die heißt Motorizer. Nee, die heißt Queen Machine. Ach, Queen Machine, mit Queen Machine. Aber es ist fast das Gleiche. Also ist Queen Machine nicht auch eine Motorhead-Coverband? Nein, das ist eine Queen-Coverband. Ach so. Ich dachte, du meinst, weil die Band auch von Tom Meyer kommt, weil ist es Motorizer. Nee, aber Queen Machine hört sich eher wie so eine Mischung aus eine Band, die halt Songs von Queen und von Machine Head singt. Das wäre aber ziemlich geil. So wie die toten Ärzte. Ja. Ja, aber auf jeden Fall bist du halt nächste Woche unterwegs und genau. Wir haben die Situation, dass ich das erste Mal nächste Woche nur als Host unterwegs bin und wir zwei Gäste haben. Ich habe sozusagen einen Co-Moderator, der hier schon mal in dieser Sendung gewesen ist, der wiederum einen anderen Gast mit mir sozusagen interviewt und deshalb an alle Hörerinnen da draußen. Also die Show wird sich, wie ihr gerade merkt, so definitiv oder die Episoden werden sich definitiv in irgendetwas entwickeln. Also wir versuchen es weiterzumachen und wir müssten halt gerade gucken, wo das Ganze sich halt hinentwickelt. Es kann natürlich auch sein, dass wir dann einfach sagen, Daniel Hüttmann ist gerade irgendwie mega auf Tour. Wir rufen ihn, wir machen halt in Zoom-Konferenzen und du erzählst ein bisschen gerade, wo du halt irgendwie bist. Genau. Und wir müssen das Ganze halt wieder so machen. Es wird halt nicht nur so wieder sein. Oder du setzt dich in die Astra-Stube, wenn hier eine Band spielt und plauderst eine halbe Stunde mit denen. Also, sich das Ganze hinentwickelt, schauen wir mal. Ich hoffe, für die Leute, die die Chemie zwischen Daniel Hüttmann und Hauke Horreich so gut finden, dass sie sagen, ach bitte, keine Gäste, ich will einfach nur spüren, wie... Oh boah, nee, bitte nicht. Also wir brauchen auch für unser Seelenheil und für unseren Seelenfrieden brauchen wir halt auch Gäste. Aber wo du das gerade ansprichst, wollen wir eigentlich nochmal so ein Live-Ding machen? Ich bin eigentlich nicht dafür. Ich bin da total für. Ich bin nicht dafür, weil das Ding, Live-Ding, also wir haben ja schon eine Einladung dafür bekommen, so ein Live-Ding ja, zu machen. Ja, das ist richtig. Und zwar... Das müssen wir erstmal abwarten, wie das läuft. Wir sagen auch, in welchem Club das ist, aber das ist nicht mit ganz so vielen Gästen. Ich habe das Gefühl, ich kann so ein Live-Ding anders nicht so handeln, wie wir so miteinander sind, weil wir müssen ja dieses Miteinander auch so machen, dass wir damit auch Leute irgendwie unterhalten. Sonst haben wir, es gibt ja so den einen oder anderen Podcast, der halt auch sehr groß live angefangen hat, der im Nachhinein so sagen muss, okay, eine Live-Show im Jahr reicht halt einfach, weil das Interesse halt vielleicht nicht so groß ist oder vielleicht, weil die Show halt auch einfach nicht so groß, so gut ist. Und Menschen, die hören sich, das ist ja auch das Wahnsinnige dran, ne? Dass ich, wenn ich am Mittwoch den Podcast hochlade und manchmal teilweise dann auch erst um 24 Uhr oder um 0 Uhr das Ding halt hoch habe, dass es da schon Leute gibt, 15, 20, 25 Leute, die sich innerhalb der ersten 15 Minuten danach schon diesen Podcast anhören. Wer hört sich denn unser Gelaber um 0 Uhr an und sagt so, geil, es ist Donnerstag, eigentlich muss ich gleich raus, aber ich muss mir unbedingt nochmal eine Stunde oder 90 Minuten Daniel Hüttmann und Hauke Horreich geben. Also wer schläft denn damit ein? Und wenn die halt damit einschlafen dann zum Beispiel und dann das vielleicht noch ihren Partner dabei haben und das, also die sich das dann zusammen anhören mit einem Partner, was wir halt einfach labern. Und deshalb sage ich, also es ist halt einfach eine unglaubliche Dankbarkeit, weil wenn man so bedenkt, dass wir halt teilweise so an ZuhörerInnen haben, könnte man auch sagen, jetzt stell dir mal vor, wir machen es live, dann wäre es das einfach so, wir können teilweise mit manchen Shows in die große Freiheit gehen. Mhm. Und das finde ich halt so krass. So, aber müssen wir ja nicht, weil die Leute das ja auf dem Weg zur Arbeit hören. Und deshalb, also erstmal ein fettes Dankeschön für 78 Folgen, die ihr teilweise drin seid oder gerade eingestiegen seid und euch den ganzen Bums halt nochmal nachhört. Ja, vor allem durch die ersten 10. Holla die Waldfee, ey. Also großen Respekt an jeden, der irgendwie gerade erst reingekommen ist und sich den Bums von vorne anhört. Ja, aber ich glaube, dass die ersten 10 Folgen gar nicht so schlimm gewesen sind, weil das noch alles so wie in einer Beziehung, alles noch frisch und ganz neu und wir sind noch totaler, voll Begeisterung gewesen sind. Da gab es bestimmt auch die eine oder andere Show so in den letzten Monaten, wo man auch gemerkt hat, so, ach, jetzt heute mit Daniel jetzt einen Podcast machen, habe ich auch nicht so richtig Bock drauf. Oder, aua, das war ein ganz schön langes Wochenende. Wie ist denn das passiert? Weil das ist nämlich jetzt heute mir nicht passiert. Wir hatten ja die Situation, dass wir bei Fluppe waren, hier, oder Fluppe war eher gesagt bei uns, und wir waren so voller Glück und so voller Liebe. Und auch das Schöne dran an der Astra-Stube ist ja eigentlich nicht nur das Konzert, sondern dass man nach dem Konzert dann einfach an der Bar steht, es laufen gute Songs und man hat so gemerkt, wie so vereinzelt Leute einfach nur in diesem Laden standen, ihr Bier getrunken haben, den Song gesungen, also teilweise so Songs so für sich alleine gesungen haben und dann nebenbei, guck mal hier, ich habe Gänsehaut. Ja. Da läuft gerade irgendwie 48 Stunden von Ketka und Patrick,
Jansen, nee. Jansen, genau. Patrick Jansen, ja. von Carsten Jahn kommt an und man, guck mal hier, ich habe Gänsehaut, schon wieder Gänsehaut. Nur weil halt ein Song so nebenbei, ja, läuft und er dieses Gefühl der Gemeinschaftlichkeit dann irgendwie in wieder hat. In einem Club mit einem Bier in der Hand. Richtig, und weil wir das Gefühl der, und Daniel Hüttmann vor allen Dingen das Gefühl der Gemeinschaftlichkeit hatte, hat er sich nochmal gesagt, komm, wir gehen jetzt mal ins Molotow. Oh Mann, Alter. Voller Freude. Gott, und ich starte auch nur so, was, du gehst, ja, tschüss. Ja, ich komme dann nach. Und dann dich halt nachts um 2 Uhr aus dem Molotow abzuholen, grinsend, ich stand ja vor der Tür. Es war später im Übrigen, also ich war um 3:30 zu Hause. Das lag daran, dass wir aber noch eine Stunde essen waren. Ach so. Ich habe dich, glaube ich, um 2 Uhr aus dem Molotow rausgeholt, okay, und ich habe das Gefühl gehabt, oh Gott, ich hole jetzt meinen Mann aus dem Molotow und er wird betrunken sein. Und ich war wirklich richtig betrunken. Ja, wir gehen jetzt ja auch schon wieder raus, Hauke. Ja, okay, gut. So, und dann auch noch eine 3/4 Stunde mit dir da zu stehen und dich davon abzuhalten, zu McDonald's zu gehen und nochmal ganz gemütlich noch eine Pizza zu essen. Das war wunderschön. So wunderschön, dass ich am nächsten Tag gesagt habe, ich möchte dieses Molotow-Gefühl auch haben und bin mit Patrick Jansen auch ins Molotow gegangen. Und in dieser Situation, eigentlich möchte ich ja nicht feiern, weil ich ja gestern schon mit Daniel bis 3 Uhr noch beim Pizzamann gesessen habe. Und Patrick Jansen nur meinte, komm, wir gehen da jetzt eine Stunde hin. Irgendwann läuft Wonderwall, gar nicht wahr, irgendwann läuft Oasis und dann hauen wir wieder ab. Ja. Die Situation hat sich aber zudem geändert. Irgendwann war 4, irgendwann läuft Teenage Dirtbag Baby. Um mich herum die Fluppe-Jungs, Christian, Clintford, Lars, Joe Estray in einer Schafsfelljacke, Fenja von Molotow, Patrick und alle so, oh bitte, erzähl's keinem weiter. I'm just a teenage dirtbag, baby. Alter, ich hab so toxic getanzt. Iron Man. Wee, 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 ja, wee. Ich hab so toxic getanzt. Es war, bitte. Es war unglaublich schön. Natürlich, man kann halt jetzt darüber reden, ne? Werden Menschen gerade ausgegrenzt? Ja, werden, aber es ist halt, es muss halt jetzt weitergehen. Also ich möchte noch mal ganz kurz was zu dieser Ausgrenzung sagen, weil mich das total ankotzt. Wenn jemand aus gesundheitlichen Gründen sich nicht impfen lassen kann, sollte er vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen nicht in einen Club gehen, wo geraucht und wo gesoffen wird. So. Und das ist bei Schwangeren genau das Gleiche. Gut, die dürfen sich jetzt ja impfen lassen, ist ja alles gut, aber vielleicht die es nicht wollen. Ich würde halt auch keine Schwangere hier in meinen Club reinlassen. Es wird geraucht, es wird gesoffen, die Lüftung ist halt nicht geil. Ey, in den ganzen 10 Jahren, wo ich hier bin, wir hatten noch nie eine Schwangere hier drin. Fakt. So. Und wenn ich dann jetzt die Leute ausgrenze, die meinen, dass sie halt einen verfickten Chip in ihren Körper reinbekommen, ey, dann grenze ich die aus. Und das ist mir scheißegal. Das gebe ich ganz offen zu. So, wenn Leute sich aus diesem Grund nicht impfen lassen wollen, weil sie meinen, sie werden gechippt. So. Oder irgendwie Deep State Scheiße und irgendwie Hildmann geil finden. Die will ich hier nicht haben, Alter. Will ich nicht. Und die grenze ich sehr gerne aus. Hatten wir nicht beide schon mal sowieso das Thema, dass man als Club ja schon vor der Corona-Pandemie ja, ja, ausgegrenzt hat und einfach gesagt schon hat, immer, du passt nicht in meinen Club halt hinein. Ja, weil du ein Freiwill-Shirt anhast. Zum Beispiel. Weil du ein Onkels-T-Shirt anhast. Zum Beispiel. Weil du halt unter 18 bist. Weil die Anzahl der weiblichen Personen gerade so wenig ist und die Anzahl der männlichen, genau, Personen gerade so hoch, ja, ist, dass ich ja finde, die Balance stimmt halt nicht richtig. Genau. Deshalb kommt die halt nicht rein. Ja. Auch halt, ey, alleine Berghain, die härteste, ja, ja, die härteste Tür Deutschlands. Du kommst hier nicht rein, weil mir deine Fresse nicht gefällt. Du hast Leute ausgegrenzt, indem du einen hohen Vorverkauf hast. Du hast bestimmte Gruppen von Menschen ausgegrenzt, weil weiß ich nicht, Howard Carpendale im Vorverkauf von 65 Euro für ein Ticket hat. Damit grenzt du Leute schon aus. Die können sich 65 Euro nicht zahlen. Also nicht zahlen, nicht leisten. Ganz, ja, einfach. Die Kulturbranche hat schon immer, in Anführungsstrichen, Leute ausgegrenzt. Immer. So. Bewusst oder auch teilweise unbewusst. Bewusst und unbewusst, ja. Weil du nicht drüber nachgedacht hast. Genau. Oder weil es bestimmte Karten nur als Superfan von Rammstein, ja, von dem und dem Zeitpunkt auf der Rammstein-Seite gegeben hat und du 150 Euro bezahlen musstest für ein Konzert, wo du halt für eine Minute kurz die Möglichkeit gehabt hast, dir dort ein Ticket zu holen. Ja. Also das soll jetzt gar nicht heißen, dass wir diese 2G-Regel total geil finden und dass wir nicht finden, dass Lösungen gefunden werden muss, wie Leute, für Leute, die sich halt nicht impfen lassen können. Es sei denn, sie sind schwer krank, dann haben sie nichts im Club zu suchen. Das muss es geben. Logisch, auf jeden Fall. Das muss weiter ausgearbeitet werden. Aber ich möchte einfach nur sagen, Clubs und vor allem Diskotheken
haben schon immer Leute ausgegrenzt. Mir gefallen deine Schuhe nicht, mir gefällt deine Fresse nicht, mir gefällt dein Pulli nicht. Nee, tut mir leid, was du gerade sagtest, wir haben hier gerade zu viele Männer drin, wir brauchen hier gerade mehr Frauen. Du bist zu voll. Du bist zu voll, so bitte, genau, du bist zu voll, so du kommst hier nicht rein. Es wurden schon immer Leute ausgegrenzt. So, und das ist jetzt einfach auch gerade die Möglichkeit für die Clubs, die jetzt am Start sind, wieder ihre Infrastruktur aufzubauen. Das darf man ja nicht auch vergessen. Diese ganzen Menschen, die in der Kulturbranche gearbeitet haben, die guten Leute, die machen ja oder mussten ja teilweise etwas anderes machen und bleiben teilweise auch wiederum in diesen Jobs. Man muss sich diese komplette Infrastruktur, Menschen am Tresen, Durchführer, TechnikerInnen, die muss man sich erstmal wieder alle ranholen. Und deshalb haben wir dadurch die Möglichkeit, erstmal wieder zu sagen, aha, so funktioniert das. Mhm. Also so können wir das machen. Und wenn wir das so machen, dann sind es einfach die ersten Steps. Und natürlich hoffen wir ja halt auch, dass wir alleine des Aufwands wegen nicht mehr in der Situation sind, auf 2 oder 3G zu achten, sondern das einfach wieder ganz normal aufmachen können. Ja. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, ich meine, das war ja schon damals anstrengend. Also eine Veranstaltung war es ist ja nicht so, dass so eine Veranstaltung ja damals nicht anstrengend gewesen ist. Es ist halt einfach nur noch, jetzt brauchst du halt noch irgendjemanden mehr, den Sicherheitsbeauftragten, der aufpasst, dass die Corona-Regeln eingehalten werden, der immer da steht so, na, Maske auf, also jedenfalls in diesen großen Clubs, wo halt die Wege halt auch noch viel länger ist. Da musst du halt immer einen Hygienesicherheitsbeauftragten haben. Ja, mehr Securities, die aufpassen. So, es dauert länger an den Kassen. Am Wochenende hier bei uns am Freitag ging das alles noch. Das war, es hat länger gedauert als sonst, aber es ging irgendwie. Aber wenn ich mir angeschaut habe, das Fundbüro hatte am Freitag auch seine allererste Party wieder. 150 Leute waren drin. Das war eine Tanzveranstaltung. Es gab einen Vorverkauf. So, es war ausverkauft. Und die Leute standen vom Fundbüro am Kiosk vorbei bis hinten zu Reifenhelm. Und standen da an für diese Party. Das hat dann ewig gedauert, diese Leute reinzukriegen, weil die Leute kommen an. Du musst erstmal gucken, ist das Impfding richtig? So. Dann ist er registriert, Luca-App oder Corona-Warn-App. Dann gibt er sein Ticket. So. Dann guckst du noch auf den Personalausweis. Dann kriegt er einen Stempel. Das dauert alles länger. Das haben wir im Schrödingers schon gesehen. Und es wird auch Indoor jetzt länger dauern. Taschenkontrolle! Ja, Taschenkontrolle! So. Ja. Und das war so geil. Wir sind am Freitag, während du halt dann zu Journey abgetanzt hast im Molotow, bin ich mit der Begleitung, mit der ich unterwegs gewesen bin, am Blauen Peter vorbeigelaufen. Ja. Der Blaue Peter ist eine ehemalige Punkkneipe, die sich aber in ein Mekka für Abiturienten verwandelt hat, weil die ganze Zeit nur Ballermann-Mucke da läuft. Bin ich dran vorbeigelaufen und leider die Sicherheitsbeauftragte des Blauen Peter war total überfordert. Wir standen halt einfach nur und ich höre dann von so einem kleinen, süßen Stimmchen: Bitte verpisst euch jetzt alle! Keiner drückt mich jetzt hier gegen die Wand, weil ihr in diesen Club rein wollt! Ganz klar! Luca-App! Personalausweis! Und verdammt nochmal, keiner kommt hier rein, der nicht geimpft worden ist! Jetzt mal alle zurück! Macht doch jetzt endlich mal eine Reihe! Und so ein Mob, weiß ich, als wenn du irgendwie so, wenn dir ein Stück Eis halt im Hochsommer auf den Boden runtergefallen wäre und ganz viele Ameisen hätten gecheckt, da gibt es Zucker und da ist der Club. Und ich sehe halt nur diese Kids alle auf diesen Blauen Peter zustimmen und diese arme Sicherheitsbeauftragte so super am Struggeln, ey. Und den Leuten war es halt auch so scheißegal, dass ich einfach nur dran vorbeigegangen bin und dachte, boah, da hatte ich jetzt aber auch keinen Bock drauf. Und dann sind wir am Roschinskis vorbeigelaufen und dann dachte ich auch, oh, vielleicht mal kurz am Roschinskis vorbeilaufen und dann dachte ich halt so, oh, krass, was denn läuft denn hier für Mucke? Weil die gehen im die sind nämlich auf dieses Abi-Publikum halt voll draufgegangen, habe ich das Gefühl, weil um 1 Uhr da richtig Megapark-Mucke rausgelaufen ist. Also ich kann es gar nicht beschreiben, ich kann nicht sagen, was für Künstler das oder Bands das sind, sondern es hört sich für mich halt 1A Stimmung, saufen, ballern, Stimmung. Dann müssen wir beide mal ins Roschinski, oder? Ja, aber... Wollen wir mal ins Roschinski? Ja, können wir machen. Aber nicht auf diesem Deichkind-Niveau, sondern auf dem Megapark-Niveau. Ja. Und dann saß ich da und dachte so, okay, aber was soll denn jetzt da laufen? Sollen jetzt die alten Hits vor 10 oder 15 Jahren laufen? Und dann habe ich gedacht so, okay, krass, wahrscheinlich ist jetzt auch der Punkt, wo sich die Stimmung auf dem Hamburger Berg beziehungsweise die DJs auf dem Hamburger Berg ändern. Sie werden jünger, sie hören andere Musik. Dadurch, dass sie andere Musik hören und anderes Publikum haben, geht es halt in eine andere Richtung, wo man sich halt selber nicht mehr wohlfühlt, weil der Hamburger Berg wächst halt nicht mit einem mit, sondern der verjüngt sich nochmal wieder. Und dadurch wird sich auch nochmal das komplette Gesicht des Hamburger Bergs ändern. Das finde ich, was ich halt sehr, sehr schade finde. Das heißt natürlich
nicht, dass ich jetzt sage, oh Mann, früher war alles besser. Früher war alles besser, sondern früher war der Hamburger Berg eigentlich keine Touri-Straße, sondern es war ein Sammelsurium aus vielen Clubs, die alle unterschiedliche Herangehensweisen in Sachen Musik und Kultur hatten. Du hattest damals das Nachtlager, was eigentlich neben dem Molotow der zweitgrößte Indie-Laden war in Hamburg. Du hattest damals das Headcrash, was damals dafür stand, dass es wirklich hart auf die Fresse geht und dass da Konzerte da sind. Rosis Bar war Funk. Blauer Peter war halt einfach eine Punkbar. Und man konnte man sozusagen, es war, wie soll man sagen, es war bunter, es war facettenreicher. Und irgendwann hat es dann da aufgehört, weil diese Saufkultur und diese Ballerkultur dann irgendwann kommt. Und so mussten diese Clubs halt irgendwann alle reagieren und diesen ganzen Einheitsbrei in jeder Bar halt anbieten. Aber das ist mir Freitag im Molotow aufgefallen. Es war Baller mit Jan und ich habe schon wieder den Namen vergessen. Er hatte noch eine weibliche DJ-Frau mit dabei. Jan und Janina. War es Jan und Janina? Nee, würde ich aber jetzt so sagen. Okay, sagen wir einfach mal, es war Jan und Janina. Und was mir sofort aufgefallen ist, ist, dass es war draußen und die Bühne steht ja trotzdem noch da, diese Erhöhung hinten. Und auf dieser Bühne waren, ich nenne sie jetzt einfach mal Bergedorfer, Pinnedorfer Abiturienten. Pinnedorfer? Pinneberger. Pinneberger Abiturienten. Bergedorfer Pinneberger. Und das Einzige, was die da oben gemacht haben, war einfach nur gesehen und gesehen werden. Das war so schrecklich, also das war so schlimm. Ich denke, das kann nicht euer Ernst sein. Wie viel Aufmerksamkeit braucht ihr eigentlich? Also es war ganz, ganz schlimm. Und vielleicht auch mal ein Tipp an die Männer da draußen. So, falls uns irgendwelche Vollidioten zuhören sollen, was ich natürlich nicht glaube. Aber ein Tipp an euch Männer. Wenn ihr durch einen Club geht, durch einen tanzenden Club und da sind drei Mädels und ein Typ, die in so einem Kreis stehen und tanzen, so, und ihr da durchgeht, lasst doch solche Sprüche wie, na geile Maus, ey Schätzchen oder geile Titten. Da geht jemand vorbei und sagt einfach nur geile Titten? Ja, kein Scherz. Geile Titten. Und das, also es waren garantiert, weiß ich nicht, 10, 15 Männer, die halt zwischen uns durchgelaufen sind und halt die drei Frauen super dumm angegraben haben, mit denen ich halt da war, und ich einfach nur noch angefangen habe, wirklich beim vierten oder fünften einfach nur noch zu pöbeln. Und ich habe auch, glaube ich, drei habe ich auf jeden Fall geschubst. Also einfach so, verpiss dich, Arschloch, so. Und dann hat er sich umgedreht, hat mich angeguckt, ich so, was? So, dann sind die halt weggegangen. Oder halt auch einfach so tanzend in diesen Kreis reingehen, sich ein Mädel aussuchen und dieses Mädel einfach antanzen. Und das Mädel sagt dann, nee, Alter, habe ich keinen Bock drauf und macht schon so die Hand so. Und er macht trotzdem weiter. So, was ist denn los? Was ist denn los mit den Männern? Sind die alle dumm oder die was? Die haben seit 18 Monaten... Das ist überhaupt kein Grund. Das ist kein Grund, es ist einfach eine Feststellung. Ich glaube, viele von diesen Männern, haben teilweise seit 18 Monaten ganz, ganz wenig Nähe erfahren. Und Zu Recht wahrscheinlich und wissen gar nicht mehr damit um. Ja, aber dann hast du ja aber auch... Ich war geschockt, ich muss ganz ehrlich sagen, geschockt. Wenn die Mucke in den Bars halt auch genau drauf aufgelegt ist... Ja, aber im Molotow so, ist es ja nicht ja, so. Ja, aber du musst dir aber auch sagen, dass das Molotow da ganz, ganz klar zu den Clubs gehört, wo als sich ja gerade jetzt auch Menschen anstellen, die einfach sagen, da ist ein Club, da stelle ich mich an. Ja, ja, das merkst du am Publikum, klar. Genau, logisch. Ich hatte in der Schlange super viele Menschen, die eigentlich ins Thomas Reed wollten, aber denen die Schlange zu kurz, zu lang gewesen ist. Und dann einfach ins Molo gehen und irgendwie nach 15 Minuten wissen, ja, eigentlich gar nicht so geil, die Mucke ist ja richtig scheiße. Ja. Und irgendwie voll blöd, hier kann ich ja niemanden angrapschen, weil das Molo ja vorne an sich, was ich total gut finde und was ich heute auch schon wieder gehört habe, dass Menschen es loben, dass das Molo gleich am Anfang sagt, wenn ihr euch hier bedrängt fühlt, kommt zur Bar. Und das finde ich so gut, dass du, an der Tür jemanden hast, der genau das sagt zu den Frauen absolut. Und aber auch zu den Männern. Ja, absolut. Na, wenn ihr euch hier nicht benehmen könnt, dann fliegt ihr raus. Ja. Oder liebe Frauen, wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr euch belästigt fühlt, dann kommt zu uns an die Bar, wir schmeißen die Leute halt raus. Und das ist so wichtig. Also habe ich mich auch wohlgefühlt. Aber wenn die Mucke halt einfach auch so ist, wenn die Mucke drauf ausgelegt ist, saufen, titten raus. Ja, aber und du so Nee, das sehe ich anders. Ja, nee, das ist einfach nur eine Vermutung. Wenn du die ganze Zeit so angeschossen bist und die Mucke ist halt auch noch so, dass du das halt mit übernimmst und vielleicht ist es der falsche Anweg. Niemand, der gerade bei einer Ketka-Situation ist und 48 Stunden hört, geht da halt aus diesem Song heraus und grapscht irgendjemand an und meint so einfach, ich brauche deine Nähe, wir haben uns seit 48 Stunden nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß, was du meinst, das kann ein Katalysator sein, nur trotzdem
ist das, also das ist, nee, also nee. Dumm. Das ist ja dumm. Das ist dumm ist das. Das ist, aber ganz ehrlich, würde ich sowas hier in der Astra-Stube mitkriegen, wenn ich hier wäre, so, dann müsste ich mich wirklich unglaublich hart zusammenreißen, so diesen Typen sich halt wirklich zu nehmen und erstmal mit dem Kopf irgendwo gegenzuknallen und ihn dann rauszuschmeißen. Ohne Witz. Also dann muss ich mich wirklich richtig hart zusammenreißen. Und dann wäre es auch, glaube ich, total gut, wenn irgendjemand hier wäre, der mich davon abhält, nicht als erstes zu diesem Typen hinzugehen. Obwohl ich auch gerade überlege, ob es gut wäre, wenn Anna oder Nicoletta die Ersten wären, die da hingehen. Das wäre, glaube ich, auch eine ziemlich beschissene Idee, weil die würden es wahrscheinlich genauso machen. Ah nee, das finde ich, oh nee, das war wirklich eklig. Und ich habe auch zum ersten Mal wirklich richtig mitbekommen, obwohl ich betrunken war, wie eklig das war. Und selbst ich fand es super eklig, für mich einfach nur daneben zu stehen. Und dann möchte ich einfach gar nicht wissen, wie eklig das für Frauen ist, wenn die wirklich so dermaßen abartig angegraben werden. So. Und klar, die Mädels, mit denen ich mit war, die können sich verbal und körperlich auf jeden Fall wehren und haben dieses auch getan, was auch total supi war. Und die Jungs sind dann natürlich auch abgehauen, ne? Klar, weil wenn ein Mädel dir sagt, Alter, verpiss dich, Arschgesicht so, das ist das natürlich erstmal eine Ansage und dann sind die meisten erstmal sofort zu 90% erstmal sowieso eingeschüchtert. So. Aber dann kannst du auch vielleicht das Problem haben, wenn du jemanden so dumm ankackst, dass er dich halt auch sofort dumm ankackt und dann kriegst du eine geballert. Ja. Ne? Was ja auch passieren kann. So. Schwieriges Thema, find's super, dass das Molotow, ne, das genauso sagt vorne am Eingang, das wurde uns halt auch gesagt und das fand ich total gut und das fand ich total schön. Und du kannst auch zu jedem im Molotow hingehen. Das ist halt so das Ding. Ne? Also jeder, der im Molotow arbeitet und du fühlst dich irgendwie bedrängt, bedroht, wie auch immer, du kannst zu jedem hingehen. Ob das der Springer ist, der da gerade irgendwie Kisten schleppt, ob das der DJ ist, ob das der Techniker ist, ob das ein Barmensch ist oder ob das die Security ist. Es ist vollkommen egal. So, du kannst zu jedem hingehen. Und das finde ich gut. Geil. Und es ist auch cool, wenn sich, glaube ich, Clubs halt davon eine Scheibe abschneiden und genau das ihrem Einlasspersonal sagen, ja. Weil es gibt halt den Menschen, die halt kommen, ein gutes Gefühl und das wollen wir erzeugen, dass Menschen, wenn sie in unsere Clubs besuchen, ein gutes Gefühl haben, mit einem guten Gefühl hineingehen, einen guten Abend haben und einem guten Gefühl wieder hinausgehen. Und wenn irgendetwas passiert, was kein gutes Gefühl erzeugt, dann halt zu den Leuten aus dem Club hinzugehen und zu sagen, ey, da ist was passiert, also keine Scheu zu haben und das auch einfach zu machen und danach trotzdem mit einem guten Gefühl rauszugehen, weil man gemerkt hat, so okay, ich habe was gesagt und es wurde mir sofort geholfen. Genau. Weißt du, dann gehst du ja auch wirklich dann mit einem guten Gefühl aus dem Club raus und sagst so, ey, cool, hier kann ich hingehen, wenn ich irgendwie dumm angemacht werde, ist irgendjemand da, der mir hilft, so. Genau. Und dass man das nicht als Frau so wegsteckt im Sinne von, ja, ja. Okay, der hat mir jetzt gerade im Arsch gefasst, ist halt so. Mhm. Sondern, der hat mir gerade im Arsch gefasst, in dieser Situation darf ich eben kurz dahin gehen und sagen, ey, der Typ grapscht dir allen Frauen an den Arsch. Wir finden es nicht geil, kann der bitte raus? Und genau. Wenn er raus ist, dann merkst du ja, oh, uns wird geholfen. Genau. Oder du drehst dich einfach um und schubst ihn weg. Das geht natürlich auch total gut. Kann man immer machen. Wenn man keinen Daniel Hüttmann bei sich hat, dann muss man das halt eben selber machen. Also jeder sollte einen kleinen Daniel Hüttmann bei sich haben, der leicht angetrunken vor sich hintanzt und einfach nur die Stimmung genießen möchte. Ja, und ein bisschen Leute wegschubst. Und ein bisschen shaky ist so. Ich habe jetzt gerade mir angewöhnt, habe ich gemerkt, am Wochenende, als ich am Samstag unterwegs gewesen bin und wenn man halt so leicht einen Pegel hat, dass ich frage, bin ich gerade unangenehm? Das mache ich. Das machst du schon länger. Ja, das machst du schon länger. Oh, witzig. Mhm. Ich finde das nämlich ganz gut, auch gerade wenn man die Personen halt denn nicht kennt oder halt auch, so bin ich dir gerade unangenehm und wenn dann jemand sagt ja, dann halte ich mich dann halt einfach ein bisschen weiter zurück. Gerade wenn es halt irgendwie eine Situation ist, dass man da eine neue Person, also eine neue Frau kennenlernt, die vielleicht erstmal nicht weiß, wie ich persönlich halt drauf bin, dass ich eigentlich so bin, wie ich bin und wenn ich 15 bin, dann trinke ich wie ein 30-Jähriger. Ja, nee. Ja. Also wenn ich etwas trinke, dann verwandle ich mich halt in einen 15-Jährigen und dann sind Grenzen für mich halt, also gibt es halt andere Grenzen halt für mich. Deshalb frage ich jetzt gerade halt immer, so bin ich dir gerade unangenehm? Das brauche ich zum Glück nicht machen, weil egal wie besoffen ich bin nie unangenehm. Ich falle nie hin, ich lall nicht, ich torkel nicht. Das ist super. Also, nee, du kotzt einfach nur bei Abramowitsch hinter die Bühne. Ja, das ist ja was ganz anderes. aber ich weiß ja trotzdem immer noch, was ich mache. So, das ist halt so das Ding. Und dann habe ich mir auch überlegt, eigentlich nach dem Reeperbahn-Festival mache ich, glaube ich, mal so einen Monat alkoholfrei. Ich glaube, das ist, glaube ich, ganz gut. Das war jetzt letzte Zeit immer so viel und
irgendwie hat dieser Job ja auch immer was dazu mit, damit zu tun, dass man in so eine Geselligkeit hineinkommt und dann oft irgendwie, oh, trinkst du mal hier ein Bier, trinkst du da mal einen Sekt und dann landet man wieder in so eine Situation, dass man halt wie 3 Stunden nur gepennt hat und dann am nächsten Tag irgendwie zu arbeiten muss. Das möchte ich irgendwie gerne. Ich möchte, Self-Care. Und nicht jeder muss auch wissen, wie betrunken man eigentlich ist. Ne? Also Gott sei Dank ist das Reeperbahn-Festival nicht der Deutsche Filmpreis und nicht All Eyes on Us so, sondern man weiß schon, wer wie betrunken ist, aber es ist jetzt nicht so das Thema, was halt in der bunten breit gemacht wird. Naja. Ey, das war eine sehr schöne Sendung, fand ich mal wieder zu zweit. Ja, das war schön. Fand ich auch gut. Das fand ich richtig gut. Also, wie gesagt, langsam geht's los. Diese Sendung verändert sich. Ihr seid Teil der Sendung, wie sie sich verändert. Hört am besten nochmal, wenn ihr Lust habt, damals war es noch richtig schön so und früher war alles besser. Da könnt ihr auch noch die ersten Folgen hören. Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall nächsten Donnerstag wieder. Daniel Hüttmann hat sein Handy gezückt und möchte noch etwas auf unsere wundervolle Astrakulada Playlist draufpacken. Auf jeden Fall. Ich möchte nochmal von Samma M. Dull auf unsere Astrakulada Playlist haben. Und wusstest du, dass Trümmer ein neues Album veröffentlicht haben? Ja, finde ich scheiße. Ja, deshalb wünsche ich mir auch nichts auf die Playlist. Das ist gut. Siehst du? Also, keiner hört das neue Trimmer-Album, jeder hört das neue Thrice-Album. Ja, bitte, das ist auf jeden Fall wesentlich besser. Und dann sagen wir halt einfach tschüss, bis nächste Woche. Warte mal, ganz kurz, Trimmer, ich verfolge die auf Facebook, ne? Und die kriegen jetzt halt die ganze Zeit so Platten-Reviews, also irgendwelche Platten-Dinger posten das ja dann bei Facebook und Trimmer kommentieren das halt immer und schreiben dann darunter, oh, das ist total lieb, dass ihr euch unsere Platte angehört habt. Wir freuen uns total. Und wenn dann irgendein Fan drunter schreibt, ja, ich habe die Platte auch gehört, vielleicht sehen wir uns dann ja in Hamburg oder so. Oh ja, das wäre voll schön, wenn wir uns in Hamburg sehen. Wir freuen uns total, dass dir deine Platte gefällt. Finde ich im Übrigen richtig scheiße, wenn Bands das machen. Verstehe ich nicht. Was, wenn sie mit den Leuten in Kontakt gehen? Ja. Also sagt dir jede Online-Promoterin, sagt dir, wenn deine Menschen mag auf sein, Instagram ich find's kacke. Kommentieren, dann schreibst du denen halt zurück. So funktioniert das Netzwerk halt einfach. Das ist aber so ein bisschen achtjährig. Das ist nicht achtjährig. Das ist dann auch schon wieder Zweiklassengesellschaft. Ne? Bei den großen Plattentestern, da darfst du schreiben, dass alles cool ist, aber wenn die kleine Ingrid aus Bergedorf sagt, oh, nein. Auch wenn Trümmer dann halt der Platten-Review-Firma dann halt darunter schreibt, oh, ist total schön, dass dir unsere Platte gefallen hat, vielleicht sehen wir uns ja mal auf dem Konzert. So, was? Nee, finde ich doof. Tja, die spielen auch auf dem Reeperbahn-Festival. Welch Wunder. Macht die Mutter immer noch das Management bei der Band eigentlich? Was, die Mutter, die Bar oder die Mutter von... Die Mutter von Trümmer. Die Mutter von Trümmer. Oh, das ist, weißt du was? Guter Bandname. Nee, das die ist Mutter der, von Trümmer. Das ist der Name des Podcasts der heutigen Episode, ist die Mutter von Trümmer. Und wir hören uns nächste Woche, das wird ganz großartig. Alles seid klar. Gespannt, wer Gast ist, seid gespannt, wer Co-Moderator ist. Daniel Hüttmann ist mit Motorizer nicht unterwegs, sondern mit Queen Machine. Und bin ein bisschen traurig, weil die beiden Gäste sind großartig. Also dein Co-Moderator ist ein Herzensmensch und den Gast kenne ich persönlich nicht, aber super interessant auf jeden Fall. Ich bin aufgeregt, weil jetzt kann ich die Verantwortung nicht mehr auf dich schieben. Nee. Und mal gucken, vielleicht trinke ich da doch nochmal ein Bier mit, um ein bisschen lockerer zu werden. Oder ein Sekt vielleicht. Tschüss. Tschüss.